So, wir haben ihn in der Leitung, ihr Lieben. Ich will ihn jetzt da nicht länger in der Leitung warten lassen. Dann gehen wir hier auf Setup und du bist die Nummer 12. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen guten Abend. Grüße dich. Hallo, Wir werden heute das Interview auf Hochdeutsch machen, weil wir haben viele Deutsche und Österreicher hier, natürlich auch Schweizer und Liechtensteiner, auch Freunde aus Polen, Ungarn etc. Aber Hochdeutsch. Lieber Wedekur, bitte stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Mal. Ich habe hier den Vortrag auf. Ah, das bin ich. Das ist gut, dass du das sagst. Vor lauter Arbeit habe ich nicht mehr an das gedacht. So, jetzt ist das Echo raus, aber meine Community schreibt es auch schon rein. Gut. Okay, also nochmal, ich betreibe den Kanal WDKur und auch vor allem in Telegram seit neuestem, also neuestem schon länger, aber hauptsächlich da, weil mit YouTube ist da nicht mehr viel los, das ging steil nach oben und dann hat's, ja, dann kennt man das. Zuerst denkt man sich noch, ja, das ist eine gute Sache, da läuft's und da kriegst du Mails und so und irgendwann funktioniert da nichts mehr. Da kannst du eine Million Follower haben, dann hast du Aufrufzahlen, da hast du mit dem Zweit- und Drittkanal mehr Freude. Was möchtest du wissen? Ich habe dir ein paar Inputs gegeben, so. Wo soll man anfangen? Ja, zuerst mal, wie ist dein Name? Okay. Mein Name ist Werner und Werner. hier das WDKur ist eigentlich ursprünglich mal mein Privatkanal gewesen. Und das waren die Initialen. Wenn jemand fragt, dann bin ich Wilhelm Dell. Aber weil ich habe keinen Bock auf weiteren Ärger. Ich habe da in letzter Zeit gerade ein bisschen Ärger bekommen und ich habe keinen Bock darauf. Ich habe für mich den Weg gefunden, dass es, ich sag mal, ich arbeite lieber im Hintergrund, mach was, präsentiere was und so. Und ja, das Echo in letzter Zeit war ein bisschen heftig. Was Hab sogar Bekanntschaft gemacht mit 10 vor 10. heißt negative Erfahrung gemacht? Was ist passiert? Weil ich kenne ja nur deinen Kanal, wir haben ein bisschen miteinander geschrieben, aber ich kenne dich eigentlich gar nicht, weil du sagst ja selber, du bist im Hintergrund. Ich denke, alle, die jetzt zuschauen, die kennen dich gar nicht oder nur sehr, sehr wenige. Also was ist passiert? Ja. Also ursprünglich war das mal eigentlich so, auf meinem privaten YouTube-Kanal habe ich letztes Jahr, etwa 1. April, ich hatte die Schnauze voll, weil ich wurde von Privaten, von Freunden angefangen, gefeindet, von, ja, wirklich guten Bekannten, von wegen, ja, ich bin da neben den Schuhen, weil ich mit Corona Mühe habe. Ich sage nicht, das gibt's nicht. Ich habe immer gesagt, das Verhältnis stimmt nicht. Da ist noch nichts passiert, aber man haut alles runter, Shutdown und so und sagt, hey, denkt einfach mal nach, die Proportionen, das stimmt nicht. Und da wurde ich angefeindet und irgendwann hatte ich die Schnauze voll. Habe ich einen privaten Facebook-Account eigentlich geschrieben, hey, ich lade euch jetzt mal eine 10-teilige Doku hoch. Ich habe sie dann umgenannt in Dokumentation über unser System. Ist eigentlich Fall der Kabale-Teiler, die ersten 10 Teile. Und habe alles hochgeballert und habe mir gedacht, und jetzt von mir aus schaut euch das an, dann seht ihr, wie er, sag mal, gelinde gesagt, verarscht werdet. Tja, dann war das für mich erledigt. 2 Tage später bekomme ich eine Mail von YouTube. Du hast 500 Abonnenten. So, woher kommen die her? Bin ich raufgegangen, waren es 1200. Und so, okay. Und dann habe ich in den Kommentaren gesehen, die Menschen interessieren sich dafür, was da läuft. Und dann habe ich eigentlich das, was ich mir so, ich sage mal, reingezogen habe und angeschaut habe, habe ich dann immer wieder auf dem Kanal hochgespiegelt. Ja, das kam dann so, innerhalb vom ersten Monat hatte ich, war etwa 22.000 Abonnenten, das ging hoch, ohne Wow. Ende. Und Okay. ja, habe da Beiträge wieder gespiegelt, weil es hieß dann ja auch, bitte teilt das, weil die werden wieder gelöscht. Und okay, mache ich mit. Naiv wie man ist, da macht man alles mit. Und dann ergab sich mit der Zeit so Kontakte über Telegram. Oder? Das eine ist der Chef von, jetzt heißt es Checkmate News, damals war es noch anders. Ich habe dem seine Beiträge auch geteilt, er hat mich angeschrieben und gesagt, hey, warum benutzt du unser altes Logo? Ich habe kein anderes, schau mal, wir haben ein neues, okay. Und dann hat er mir Beiträge geschickt, die waren so Kurznachrichten, 10 bis 15 Minuten, was am Tag so lief, wie es dargestellt wurde und wie man es auch anders anschauen kann.
Und das ging dann eigentlich so los, habe ich dann immer wieder hochgespiegelt. Und also beim, das war, das ist so genau, da hatte ich noch gedacht, okay, Teil 5 von der Falke Bale hatte, habe ich eine Mail bekommen, du, das ist kein guter Beitrag, wir haben das gelöscht, wir können verstehen, dass du enttäuscht bist. Ich so, oh, dann löschen Sie das Video. Und am 30. April kam wohlverstanden, die Videos waren einen Monat oben. Am 30. April kam eine Mail, du kriegst eine Woche Sperre, weil wegen Hetze oder hast du nicht gesehen, wie das Ding heißt. Und zwar der erste Teil vom Fall der Kabale, also war schon einen Monat oben, aber jetzt ist es Hetze. Und da wurde ich eine Woche gesperrt und dachte mir, hey, was ist da los? Kennst du YouTube noch nicht so? Und dann haben die mir gesagt, ja, mach Telegram-Kanal. Ich sagte, okay. Irgendwann habe ich dann angefangen, 1. Mai Telegram-Kanal und dann kamen die Leute dahin. Und mit der Zeit musste ich lernen, dass man bei YouTube wirklich unterdessen, jetzt ist es ganz schlimm, kann man noch harmlose Katzenvideos hochladen. Da muss man noch schauen, dass nicht ein Copyright drauf ist. Aber ich denke mal, die Zuschauer kennen das aus eigener Erfahrung. Sie machen ein Video, laden es auf Facebook hoch und dann heißt es ja, du kannst das Video nicht hochladen, weil da Musik dahin ist, wo du kein Urheberrecht hast. Ja. Dann hörst du dir das Video an, ja, im Hintergrund läuft der Radio mit Michael Jackson und dann sagst du, was soll das, oder? Aber so ist das unterdessen gestrickt und wurde noch viel schlimmer. Ja, das Ganze hat sich so hingezogen, da gab es dann mehrere Kontakte mit den Zusammenarbeiten, durch das Teilen und so. Irgendwann hat Checkmate News angefangen, da habe ich auch mitgeholfen am Anfang, bis eigentlich vor einiger Zeit noch. Ich habe dann war neugierig und gesagt, du, ey, Videoschneiden, das macht Spaß irgendwie, aber ich möchte wissen, kann ich mal mitmachen? Mhm. Ich möchte parallel einen Beitrag schneiden und einfach schauen, wie das Original ausschaut, von, ich sag mal jetzt vom Profi. Also, ja, hier hast du die Daten, so und so, okay, ich war da 2-3 Stunden dran und dann habe ich ihm geschickt, was meinst du, wie sieht das aus? Dann sagt er, ja, ist okay, wir nehmen das. Und ich war da, hey, okay. Und dann habe ich das Videoschneiden gelernt, also Learning by Doing, was man nicht findet, findet man irgendwo im Internet und so. Ja, und dann hat sich das immer mehr perfektioniert. Das ist ein Wahnsinnsteam. Ja, und dann habe ich mitbekommen, wie die das anschauen, wie die das prüfen. Das sind kleine Tricks, die die meisten im, ich sage mal, im Internet nicht mal überdenken. Die ballern ein Foto raus, ein Printscreen von einer Zeitung, das ist aktuell und so. Ja, und wenn du genau hinschaust, siehst du irgendwo das Datum, 20. Dezember 2017, also ist 3 Jahre alt. Aber sie denken, jetzt ist es aktuell, das muss raus. Und das wird momentan so durch das Zeugs gehauen. Das ist ganz einfach, es nur mal nachschauen. Darum am besten so einen Bericht, wenn man ihn teilt, mit dem Originallink dazu. Also wenn da irgendwie Tageszeitung etwas schickt. Verifizieren, ja. Genau, weil da kann man es anschauen. Ah, das ist der Original, da kann man nachlesen, oder? Und das hilft mehr als einfach nur rausballern. Vielleicht lieber 5 Minuten später, dafür hat man es angeschaut und man weiß, gut, jedem passiert Fehler, ist mir auch schon passiert im Eifer des Gefechts. Also du hattest die Konfrontation, bist dann quasi in die zweite Reihe gegangen, bist eigentlich das Ganze mehr oder weniger zufällig hineingerutscht. Wie lange bist du jetzt politisch aktiv oder bist du schon länger aktiv? Warst du davor schon irgendwo in politischen Parteien oder wie schaut da dein Background aus? Politische Partei, muss ich ehrlich sagen, die Partei, die für mich geschaut wird, die mir passt, die muss erst noch gegründet werden, wenn überhaupt. Weil ich habe es mal so gesagt, ich bin rechter als, ich sage jetzt mal, Adolf früher, aus dem einfachen Grund, ich stehe zu meinem Land. Ich bin ein Patriot und ich bin linker als die Linken, weil ich bin total gegen Krieg und ehrlich gesagt auch allgemein gegen Gewalt. Und wenn man das Mitte-Zeugs nimmt, schaut man, die wissen nicht, was sie wollen, da gibt es noch die Grünen. Ich sage auch, Umweltschutz, das ist okay, weil man muss sich die Umwelt nicht zur Sau machen. Aber wenn man für eine Baumaschine oder irgend so ein Gerät einfach immer noch Partikelfilter und da noch, dass da irgendwann bald mehr Sauerstoff rauskommt, als reingeht, also das ist ein bisschen übertrieben. Das ist, irgendwo stimmt das Verhältnis nicht. Und ich habe die ganze Zeit schon seit Jahren immer wieder mal, also muss so sagen,
wenn man mir sagt, also meine Mutter schon, das macht man nicht. Mhm. Das macht man nicht, oder? Da habe ich gesagt, Mann. Ja, wenn der springt, springst du auch? Nee, ich schaue zuerst, wohin er springt, oder? Und sie hatte da Mühe, mit mir da zu diskutieren. Und ich habe dann einfach immer wieder, ich wollte wissen, warum? Weil das macht man nicht, möchte ich wissen, warum. Mhm. Und viele akzeptieren das halt. Das macht man nicht, okay, mache ich es auch nicht. Ich habe da meine Mühe persönlich und darum kommt das auf das Nachfragen, oder? Mhm. Und das habe ich dann irgendwo, ich sage mal, verfeinert, gelernt, wie dem auch immer sagen willst. Und ja, dann findest du Kanäle, alles Mögliche und du kannst dir so einen Überblick anschauen, wie so eine Helikopterperspektive. Da kommt was rein, da kommt das rein und so. Mhm. Und dann kannst du dir dein eigenes Urteil anschauen. Ich möchte jetzt einfach mal betonen, für die, die zuschauen, ich schaue mir nicht ARD, ZDF und Bayern 3 an, sondern ich schaue mir alles an, weil ich sage so, bei einem Streitgespräch zwischen Geschwistern, oder, mhm, sagt die Mutter ja auch nicht, der hat das gesagt, so, und du wirst bestraft, zack. Weil, mhm, dann hört sie sich doch auch beide Seiten an und da kann sie sagen, hey Jungs, so geht das nicht, du machst das so, und dann hat sie den Überblick, oder? Und ich denke mal, das ist eigentlich normal. Aber in der heutigen Zeit ist das ein bisschen schwierig. Ja gut, heute hat man die Auswahl zwischen Bild und Spiegel oder in der Schweiz zwischen Blick und 20 Minuten. Dann haben wir suggeriert, du hast jetzt zwei verschiedene Meinungen, oder? Ja, das ist so. Da hat man die zwei Meinungen, wenn man das sich ein bisschen nachschaut. Da gibt es auch alternative Medien, Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, alles. Aber ich sage einfach mal, was mir aufgefallen ist schon lange, ich glaube, auf dem Handy kriegst du eine Meldung vom Blick, mhm, Schlagzeile. 10 Sekunden später, 20 Minuten, zack, Schlagzeile. Genau dasselbe. Da fehlt nur noch, dass die anderen die gleiche Schlagzeile bringen. Machen sie auch. Guck, und das kommt passt alles aus einem. Wo, ja, ist dann da noch das Nachfragen? Oder? Ja. Und da habe ich meine Mühe, dann, wenn man sucht, man findet alles, aber nicht bei Google die ersten zwei, drei Seiten, so muss man bei dem OOO ein paar O weiter nach hinten gehen und dann trifft man sich auch. Genau. Also trifft man sich, dann findet man das, was man sucht. Also im Prinzip bist du einfach ein rebellischer Geist, der hinterfragt und versucht, mehrere Quellen zuerst herbeizuziehen, um zu gucken, kann das stimmen oder nicht, wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe. Rebellisch? Nö. Ich bin nicht rebellisch. Also ich werde rebellisch, wenn ich sehe, ich werde angelogen. Dann sage ich, ey, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Weil, schauen wir mal das so an, das mit der Maskenpflicht, dann, es gibt viele, die können sich gar nicht erinnern. Wie viel Mal hat der Dr. Koch oder einfach der Koch vom... Ja, der Schweizer Trosten, ja, ja. Bundesamt, für hast du nicht gesehen, hat gesagt, ja, auch der Bundesrat, Maske nütze nicht, lass die Masken da, wo sie gebraucht werden, in den Spitälern. Ja, jetzt haben wir Maskenpflicht und jetzt kommt sogar der neue Trend, zwei Masken anziehen. Also, ich habe dann immer gesagt, weißt du, wenn du Angst hast, die Maske schützt ja, ich schütze ja den anderen. Mhm. Das ist ja so das Perfide, oder? Und ich habe jetzt keine Ahnung, ich schütze den nicht. Ich habe gesagt, ja, wenn du so Angst hast, dann machst du doch einfach die erste Maske so und die zweite so. Und dann hast du Schutz vor mir und ich vor dir. Und sonst, ich sterbe halt. Das tut mir leid. Es ist okay, ich kann damit leben. Also, mhm, wenn ich wegen dem Virus sterbe, dann ist es okay, weil es gibt die Angst und es gibt sicher auch Coronaviren. Und wenn ich das so rückblickend anschaue, ich war letztes Jahr im Januar, hatte ich so eine Grippe, also die hat mich echt umgehauen. Das hatte ich noch nie. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wow, das war heftig. Dann kam das Corona-Symptome, das. Und ich sagte, ja, hatte ich auch. Und plötzlich geht's los und alle haben das. Und so. Und ich sagte, tja. Also ich muss ehrlich sagen, wenn jemand ein älteres oder geschwächtes Immunsystem hat, so eine, ich sage jetzt mal, Grippe, ich habe es als Grippe empfunden, ich möchte es nicht verleugnen, der ist am Anschlag mit den Abwehrkräften. Also ich habe da tolles, ja, Verständnis auch für die Angst. Mhm. Ich möchte einfach sagen, Angst, ja, Respekt, aber man soll auch mal nachdenken. Das, mhm, Verhältnis stimmt nicht. Oder?
Ich denke auch, also Querdenken sagt das immer sehr, sehr gut, mit dieser Angst werden die Menschen geleitet, geführt. Und hier muss eigentlich die Vernunft oder ich sage immer die Wut obsiegen über die Angst, dass man hier noch rational denken kann, in konstruktive Wut, nicht dekonstruktiv. Und die Menschen, die agieren ja gar nicht mehr konstruktiv oder rational, sondern die werden gelenkt durch ihre Angst, durch diese Panikmache im Endeffekt. Also ich komme ja vom Geopolitischen, ist das nichts anderes als psychologische Kriegsführung gegen die eigene Bevölkerung, dass die das macht, was man gerne von ihr hätte. Man läutet wieder in einen neuen Krieg herein, man will jetzt ein neues Lied, oder ein neues Land demokratisieren und befreien, also bombt man es zuerst mal in die Steinzeit, und wenn es dann in die Steinzeit gebombt wurde und befreit wurde, dann können wir es langsam wieder sukzessive aufbauen. Also die, wo es zerstört haben, die helfen dann beim Aufbau wieder. Oder die, wo die Krankheit verbreiten, die liefern dann den Impfstoff. Ugur zum Ja, Beispiel aus Deutschland. genau. Also, Entschuldigung, wenn ich mir das so anschaue, macht man jedes Mal aus dem Feuerwehrmann einen Brandstifter und der sagt dann, hey, komm, euch helfen. Das ist überspitzt gesagt, aber es läuft in die Richtung, weil wenn man wirklich, ich sage jetzt einfach mal, diese Zahlen anschaut, die da präsentiert werden, offiziell, dann muss ich fragen, wenn die so machen, warum muss man hier noch krassere Maßnahmen ergreifen, als sie hier waren oder da sogar da oben. Also, und da frage ich mich einfach, warum? Was ist los? Und da kriegst du mit der Zeit so ein bisschen Inputs und da und da und da alles Mögliche. Es ist nicht nur wegen Corona, es geht eigentlich, wie du sagst, auch Geopolitik oder das Neueste ist ja, das Neueste für viele, wohlverstanden, Great Reset. Ja, momentan wäre ja genau das WEF oben in Davos zu dieser Zeit. Ist momentan nicht wegen Schnee ausgefallen. Aber sie haben zu viel Schnee bekommen. Ja, oder die chinesische Partei hat keinen Bock, in die Schweiz zu reisen. Ist doch praktischer, wenn man das in Shanghai macht. Ja, das ist, ja genau, so geht es auch. Ja, darum, durch diese ganzen Beiträge, also wir haben da täglich zum Beispiel die News gemacht, so das war einfach Zusammenfassung weitergemacht und so habe ich das Ganze noch mehr mitbekommen. Da haben sich wahnsinnig gute Netzwerke, wie sagt man, entwickelt mit wahnsinnig, also wirklich fantastischen Leuten. Die einen sind geblieben, die anderen machen was anders, aber ich sag mal einfach, die Richtung ist überall dieselbe, oder? Und wenn du siehst, du hast ja gestern das, die Erfahrung gemacht, wie ich im Hintergrund arbeite. Ich habe da, du hast gesagt, du brauchst Links aus Österreich. Ich schicke dir, hey, schau mal den an, schau mal den an. Da hast du schon zwei und schon Genau, hast ja. du weniger zu moderieren. Da läuft ein guter Stream. Und das Coole ist, der Thomas hatte da auf seinem Facebook-Account 24 Zuschauer. Ups, hörst du? Der Originallink, genau. Wir haben ja gestern, das muss ich für die Zuschauer noch schnell erklären, wir hatten ja gestern den Livestream aus Österreich, aus Wien, mit etwa 10, vielleicht 50.000 Teilnehmern. Die Zahlen variieren. Auf alle Fälle hat man der Werner, also von WDCool, wo wir jetzt hier haben, der hat mir dann den Link geschickt von einem Streamer, der privat wahrscheinlich auf Facebook einfach gestreamt hat mit 24 Zuschauern. Und das war dann der Livestream, den ihr alle zu sehen bekommt. Und das war ja zu Peak, also Spitzenzeiten, ich glaube 5.000 oder 6.000 Zuschauer. Und der hat sich natürlich dann hoffentlich im Nachhinein auch mega gefreut, dass er es nicht nur für diese kleine Community gemacht hat, sondern für die große. Und das war super wichtig. Das sind so Sachen, wo ich meine, ich versuche im Hintergrund zu helfen durch das Netzwerk. Wir haben vorher abgemacht, ich helfe mit und so. Und dann hast du da gesehen, schick mir den Links, schau mal den an. Oder Carsten war zum Beispiel auch jemand, der unterwegs war. Und so ist es cool, der Facebook-Stream wurde so mehr gesehen, nicht nur von den 40 Personen. Und wie soll ich das erklären? Das ist eigentlich das, was mir gefällt. Im Hintergrund kann man da, helft da, ich helfe da, ich helfe da oder ich mache was, ich mache auch eigene Sachen. Ich habe dir ja kurz geschrieben, wir hatten heute ein neues Projekt, ich sage mal Aufnahmen gemacht, Corona-Tests. Wir haben 20, aber verstanden, wie heißen die? Antigen-Test. Endlich bekommen, weil zuerst da musst du medizinisches Personal sein. Irgendwo haben wir bestellt und über Nacht hieß es, über Nacht. Die, wie heißt das da, diese Bedingungen
Standardbedingungen. Also, die haben sich über Nacht geändert. Wir können ihnen das nicht liefern, weil sie keine Arztpraxis sind, etc. Irgendwann haben wir jemanden gefunden, da haben wir es dann bestellt und auch bekommen. Da haben wir gesagt, okay, jetzt testen wir drauf los. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass nicht 20 Positive sind. Es ist nur eine Positive. Und wenn das Video dann fertig ist, setze ich es online und da können sich die Leute, ich sag mal, mit einem humorvollen Augenzwinkern auch mal nachdenken, wie weit ist es unterdessen schon, weil es ist echt schwierig. Was hast du getestet? Entschuldigung, hast du eine Kiwi getestet, einen Apfel, eine Papaya, deinen Hund, deine Katze oder was hast du getestet? Hund ist dabei, er ist nicht von mir. Hund haben wir getestet, dann haben wir Wein, eine alte Banane, Kaffeerahmen. Aber wir haben im Kühlschrank geschaut, schau mal, das haben wir drinnen und möglichst flüssig. Und was wir auch gemacht haben, das war schwieriger, weil ich bin ja da nicht so ein Forensiker. Nee, ich hab so eine Maske, hatte ich die ganze Zeit im Sack und nebenbei dem Nieslappen so. Ja, das Schnudderlappe, so, ja. Taschentuch. Ja. Taschentuch, oder? Also das ist voll versifft, oder? Dann haben wir gesagt, komm, den Test braucht, den haben wir da mal in Wasser eingelegt, damit irgendwas Flüssiges kommt. Wenn da irgendwelche Viren drinnen sind, dann werden die dann auch im Wasser sein. Dann haben wir das, extrahiert. Also wir hatten viel Spaß, wir mussten viel lachen, aber ich muss auch eins sagen, wir haben es gewissenhaft gemacht mit Betriebsanleitung und genauso, dass wir nicht irgendwo sagen, ja, das könnte oder könnte nicht. Und ich kann sagen, es gibt auch eine kleine Überraschung. Und das Video kommt auf YouTube, wo es dann wieder zensiert wird, oder kommt das bei euch auf Telegram? Also auf Telegram sicher. Ich schicke es dir dann und ich lade das dann mal auf den dritten Kanal hoch. Der zweite Kanal wurde schon gelöscht, einfach so. Und auf dem ersten Kanal mal schauen, was beim Drittkanal passiert, dann kann man es am ersten dann auch hochladen. Da lade ich eigentlich momentan nur so harmloses, desinfiziertes Gesundheitszeugs hoch und schau, dass die Abonnenten nicht weg sind, weil mir geht es nicht um Klickzahlen oder so, weil da müsste ich da gar nichts hochladen, aber dass sie wissen, man lebt noch. Ja. Weil wir tun die Abonnenten leid, die sollen endlich einfach verstehen, da ist die Luft draußen. Ja. Ja, ich kann ja auch ein Lied davon singen. Ich meine, bei mir lief es ja am Anfang auch super auf YouTube. Dann bist du irgendwo bei 54.000, da bekommst du einen Strike, da bekommst du noch einen Strike. Dann habe ich einen Zweikanal gepusht, der ist bei 34.000, da wurde auch lahmgelegt. Mittlerweile habe ich 6 oder 7 Kanäle. Auf Facebook hatte ich über 12 Kanäle. Also es ist genau das gleiche Spiel wie dazu mal auf Facebook, was sie jetzt mit YouTube machen. Und jetzt sind wir alle als Flüchtlinge auf D-Live gelandet und jetzt wird man da auch schon schikaniert und jetzt ist nur eine Frage, bis wir weiter flüchten. Also ich frage mich immer, wo die Toleranten sind, wo alle Flüchtlinge aufnehmen, weil ich bin auch Flüchtling, aber das interessiert eigentlich kein Schwein. Sonst schreien sie auch immer Menschenrechte, Pressefreiheit. Wenn ich in die Ukraine geguckt habe oder Weißrussland, da waren unsere Mainstream-Medien allgegenwärtig und alle haben sie Tränendrüsen verdrückt, weil die Pressefreiheit beschnitten hatten und die Leute zensiert hatten. Aber hier interessiert es kein Schwein. Mache ich irgendwas falsch? Nein. Es ist einfach so, ich habe die Erfahrung gemacht, bei YouTube mit 20.000 Abonnenten hatte ich, Aufrufe 100 bis 200.000. Wow. Jetzt habe ich irgendwie 33.000, Tendenz schwindet, jeder geht da und klickt, den abonniere ich nicht mehr, weil der bringt nichts. Oder? Ja. Und jetzt hast du Aufrufzahlen 2.000, 3.000. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Es steht einfach so 3.000, 5.000. Das ist mir eigentlich wurscht. Je größer der Kanal, desto kleiner die Reichweite, genau. Ja, und das heißt dann einfach so Shadowbanning. Für die, die das nicht verstehen, ist ganz einfach, wenn du ein gutes Video machst, das YouTube gefällt, ich sag mal dem Algorithmus, dann kommt das in die empfohlenen Video, alle Abonnenten werden benachrichtigt, da das Video, und dann schauen die das an und da hast du so Zahlen. Und wenn du ein YouTube-Video, also Video hochlädst, das dem Algorithmus nicht gefällt, dann sagt der Algorithmus, nee, ich informiere die Abonnenten nicht. Oder lass es sein und ja, dementsprechend gibt es weniger Aufrufe, aber
du, ich gebe auf YouTube eigentlich nichts mehr. Es ist zwar eine schöne Plattform, man bekommt immer noch Infos, wenn ich wissen will, wie ich im Schnittprogramm etwas machen muss, suche ich mir das aus und dann ist irgendjemand da, der zeigt, wie das geht und sagt, ah, okay, learning by doing, ich versuche es mal und dann habe ich den Effekt auch. Für das ist es noch gut. Im Endeffekt ist YouTube wie eine schöne Beziehung, weißt du? Die Frau war zwar schön, aber die Beziehung ist eine Katastrophe. Es ist die nächste. Genau. Oder, ja, wenn man das so vergleicht, dann kannst du sagen, okay, ich schwelge in schönen Erinnerungen, aber es ist besser, wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Wir sind noch nicht geschieden. Aber bei Facebook übrigens, ich habe mal das musst du mal hören, Achtung, das ist ganz cool. Bei Facebook hatte ich so eine Seite gemacht, Medikur, habe da Videos hochgeladen, habe gesagt, hey, da kann man Werbung schalten, okay? Also zahlst du irgendwie 20 Franken oder Euro, spielt keine Rolle. 5 Tage, jeder Tag kostet dich 4 Euro. Und sagt, komm, das investiere ich mal, habe so ein Video mal beworben, das steht bei jedem gesponsert und so, das gibt Aufrufzahlen und so, okay. Dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ein Facebook-kritisches Video hochgeladen. Vielleicht kennst du das. Facebook hat gegen die Arbeitsgesetze in Amerika verstoßen und so. Da hat der Whistleblower das aufgedeckt. Ja. Ich habe das hochgeladen und gesagt, komm, 20 Franken gönne ich mir, schauen wir mal. Weil ich hatte da 250 Abonnenten. Mir tut es um die leid, die hatten Spaß und haben das weitergeteilt und so. Aber da habe ich das, hab ich gesagt, komm, 20 mache ich mal, 5 Tage. Das lief. Das lief durch die Gegend. Und nach 5 Tagen kommt die Meldung, dieses Video müssen wir löschen. Also im Prinzip fertig bezahlt, jetzt wird es gelöscht. Okay. Wird zahlt gefehlt. Und irgendwann habe ich nicht mehr da so gepusht und so, sondern einfach nur hochgeladen. Und dann ging ich irgendwann drauf. Wo ist die Seite? Weg. Und kurz davor, das ist mal cool. Also ich war da schon, habe gesehen, die Tendenz, das ist so vorausschauend. Twitter, bim, 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 Facebook, ding, 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 also schon gelöscht. Und dann gesagt, das nächste ist YouTube. Ich bin auf YouTube gegangen, das war dann das zweite Mal, da habe ich rund etwa 450 Videos im zweiten Mal gelöscht. Und dann habe ich die anderen gewarnt, hey, Achtung, das kommt. Nee, komm, ich schalte das auf privat und hast du nicht gesehen, zack, Kanal weg, ohne Vorwarnung, das ist einfach nicht mehr da. Aus dem Gedächtnis gelöscht. Ja, jetzt meiner steht noch da, steht in der Gegend rum und verliert täglich Abonnenten, weil die gehen alle von uns. Also, das ist Statistik. Sie gehen von uns, ja, ja. Ja, das ist Statistik. Ich habe mal danach gefragt, weißt du, die in meiner Statistik gehen, sind das dann auch Corona-Tote, die in der anderen auftauchen? Weißt du, so? Wie du hörst, ich habe viel Humor und Sarkasmus und ja. Ja, ist auch wichtig, dass man den hat, weil sonst muss man irgendwann wirklich in die Psychiatrie und in die Klapse. Und da wollen sie ja die Corona-Verweigerer ja irgendwann hinstellen, oder? Aber im Endeffekt ist doch das alles moderne Bücherverbrennerei, oder? Wie es bei den Nationalsozialisten war. Sie verbrennen andere Meinungen, Bücher, Videos, Bilder, weil es ihnen nicht genehm ist. Das ist doch eine Diktatur. Sie diktieren, was wir dürfen und was nicht. Das ist doch nicht das, was wir unter Demokratie, vor allem nicht wir Schweizer, unter direkte Demokratie verstehen. Ich hatte doch die Illusion, dass wir abstimmen dürfen, ja oder nein. Ja. Und dann kam dieses Dominion-Zeugs und da musste ich sagen, habe ich nachgeschaut, in der Schweiz ist das auch drin. Und gesagt, also egal, was man abstimmt, es wird schlussendlich ein gutes Resultat werden. Und das, was mich freut, ist, ich habe bei den Petitionen, bei den Referenden, Entschuldigung, für das Covid-Gesetz, für das Polizeidingsbums-Gesetz. Antiterror, ja. Antiterrorgesetz, ja. Da habe ich versucht mitzuhelfen, die Leute, hey, da stehen wir da, dann stehen wir da, komm doch, und die Polizei war auch da. Also wir hatten die Erfahrung gemacht, hey, das ist echt krass, also die sind zu zweit, stehen das war auf der Lenzer Heide bei der Rothornbahn, oder ja, da wurden sie angehalten von der Polizei, ja, was macht ihr da? Unterschriften sammeln für Referendum, die haben die die Daten aufgenommen, also quasi, wer bist du, alles mal wird notiert. Und dann haben sie gesagt, ja, am Nachmittag
ich habe das in ein Video reingemacht, Achtung, dann stehen Sie da, dann stehen Sie da, dann stehen Sie da, kommt an den Treffpunkt, wir brauchen euch, wir brauchen eure Hilfe, oder? Ja. Und am Nachmittag waren Sie dann in Davos, haben Sie gesagt, ja, und jetzt kommt er auch nach Davos mit, damit er sieht, was wir machen. Nee, das ist uns zu weit. Das ist die andere Polizei dann. Die waren dann auch zuständig und wussten schon, ah, die kommen. Und also auch an die Polizei einen herzlichen Dank für eure Abos. Wir machen die gleiche Erfahrung. Wir posten zum Beispiel, wir machen einen Kerzenlauf in Chur. Da gibt es ein paar Mitglieder, die sagen, komm, in Gedenken laufen wir mit einer Grabkerze eine Route ab. Die Polizei ist da, also die sind auch irgendwie abonniert. Und wenn man sie fragt, ja, von wo habt ihr das, sagt er, wir bekamen Infos. Also Werner, ich bin ja schon ein alter Hase in der Politik. Ich sehe zwar jung aus, aber ich bin über 20 Jahre politisch aktiv. Ich habe schon wirklich alles gesehen mit 14. Und wo ich 2007 bis 2012 um den Dreh herum bei der SVP war, vier, fünf Jahre, halt auch wie ich bin, immer sehr engagiert, haben die mir schon dazu mal gesagt, dass ich vom Schweizer Nachrichtendienst überwacht werde. Schon 2007. Und dann hast du deine Sprossen zu früh abgehauen. Es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Aber mich verwundert jetzt deine Geschichte. Ich meine, du bist ja von Graubünden, bist du von Chur oder bist du mehr so Lenzerheide von Chur-Region? In der Nähe von Chur, also von sehr nahe. Von Chur Obernaben. Red mal schnell ein bisschen bündnerisch, ein bisschen Churerdeutsch. Komm, ich ein bisschen Werdenbergisch und du ein bisschen Churerdeutsch. Die Deutschen müssen das mal hören, wie die reden, weißt du? Also, in erster Linie, ich höre immer wieder das für die Deutschen. Das heißt, sie sagen dann WD Schur, das heißt nicht Schur. Genau ausgesprochen heißt es Chur, wie mit einem Q. Also, ich bin aus Chur und schön, dass wir uns auch kurz in Dialekt unterhalten und wahrscheinlich werden das wenig Leute verstehen. Ja, wenn man... Wenn man ganz langsam redet, dann verstehen sie es schon. Die sind nämlich nicht dumm, die sind nur faul. Das ist der Unterschied. Das ist wie mit der Masse. Die sind auch nicht dumm. Die wissen genau, was passiert. Aber sie sind faul, weil dann muss man sich informieren und Wissen erarbeiten. Und weißt, irgendwann ist man in einem Alter, wo man sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr. Das ist anstrengend. In dem Alter bin ich schon ein paar Mal gewesen. Also fangen wir wieder an mit Hochdeutsch reden, damit die hey, die feiern das. Die feiern das, wenn wir Schweizerdeutsch miteinander reden. Echt, ich sehe den Chat nicht, weil ich habe da auf den Link geschaut. Einmal. Ja, ich kann. Liebe Freunde, schreibt mal rein, soll man ein bisschen Schweizerdeutsch miteinander quatschen oder soll man auf Hochdeutsch? Das würde mich jetzt interessieren. Weil da müssen wir nicht so überlegen. Wir müssen ja immer zuerst von unserer Geheimsprache ins Hochdeutschen übersetzen und dann das da auch noch aussprechen. Das ist super anstrengend für uns. Ja, jawohl. Da kommt das nächste dazu. Das kommt das nächste dazu. Durch die kurze Übersetzung im Kopf werden wir sehr langsam. Und dann sind wir die langsamen Schweizer. Ja. Das geht dann los. Aber wenn man normal miteinander im Dialekt redet, dann geht das eigentlich sehr flüssig. Ja, aber du kannst ja Lili mal fragen. Also ist nicht immer schlecht, wenn man bei gewissen Sachen langsam ist. Also ich lese also schon. Ja? Was cool ist, von wegen Dialektsprache, weißt du, NSA und so, die haben doch Überwachungsprogramme, die hören alles, also das ja, hier verstehen ja, aber ja. Stell dir mal vor, zwei Walliser reden miteinander, dann sagen die, ich gebe auf, weil das ist doch krasser Dialekt, aber unheimlich schön, aber da geht's echt ab. Da kennst du den Spruch noch, in Birmen ist einfach der Größte. Das war mal sehr groß. Ich Birmen ist einfach der Größte. Ja, okay, nein, nicht mitkriegt. Unser Birmen ist einfach der Größte. Der Größte, ja, ja. Zurbrücken hat damals gewonnen und das war da eine große Schlagzeile und im Blick, Deutschland Bild, als der da Weltmeisterschaften und so gewonnen hat. Unser Birmen ist einfach der Größte. Und zu Ehren von ihm, weil er ein Walliser ist, haben sie das im Dialekt gesprochen. Und da war noch so viel Text in Walliser Dialekt, dann habe ich das angeschaut und gesagt, boah, das ist eine harte Nuss. Aber die Schlagzeile, ische Birmen ist einfach der Größte, konnte ich mir merken. Oder, das ist auch sowas, mein Schieß ist die Schieß. Mein Haus ist dein Haus. Ah, okay. Mein Schieß ist die Schieß. Also,
Da hat die NSA schon Kapazitätsprobleme. Ja. Ja, eben, dann ist ja gut, wenn wir auf Schweizerdeutsch miteinander reden. Ich meine, ich glaube, kaum, dass die Werdenbergisch und Kurendeutsch da noch übersetzt in ihrem Programm. Das ist ein riesiger Vorteil. In der heutigen Zeit, Wahlen in Echtzeit automatisiert überwacht wird. Übrigens, der Ancient oder die Ancient One schreibt: Ich verstehe sogar meine Hühner. Ja, man muss sich nur Mühe geben. Also da, man muss sich nur Mühe geben, dann kann man sehr viel verstehen, oder? Ich habe so alles, was mir gefällt, lerne ich unheimlich schnell. Und was mir nicht gefällt, lerne ich nie. Ja, Also. so ging es mal mit Französisch. Ich wurde gequält in der Schule mit Französisch und ich habe die Sprache gehasst, weil ich wollte Italienisch lernen und das konnten wir nicht. Bei uns war Italienisch erst dann, glaube ich, zweite Fremdsprache, wo wir lernen durften und dann war ja Englisch und Englisch war viel nützlicher und einfacher. Das war ein bisschen beschissen in meiner Schule. Also Französisch wurde ich gequält und Englisch hatte ich gerade mal so ein Jahr oder zwei, obwohl ich immer gute Noten hatte. Und Englisch wäre ja super, Computersprache, du kannst weltweit mit allem kommunizieren, aber nein, ich muss Französisch lernen. Was nützt mir das? Putain für Macron und seine Oma? Für was brauche ich Französisch? Oh, du, dein Akzent ist so, macht mir ganz Konfitüre, Mann. Nee, Ja. ich sehe schon, du bist, ich sag mal, ein bisschen jünger als ich. Ich hatte nur die Möglichkeit, Französisch oder Italienisch. Wenn du im Kanton Graubünden wohnst, ist dir die italienische Sprache näher. Dann konnte ich das lernen. Und ich hatte dann in Italien unter eine Zeit lang Wohnwagen mit allem Mögliche und habe mich da verständigen können, weil die haben ja auch ihre Dialekte. Aber ich sage dir eins: Am Abend an der Bar, wenn du da mit jemandem eins trinkst oder zwei oder drei, du glaubst nicht, irgendwann kannst du über Politik sprechen. Die verstehen dich und du sie auch. Es ist nur eine Sache von der Hemmung. Ja, mit den Händen vor allem, oder? Die Italiener machen ja eh 50% der Kommunikation mit den Händen. Ja, das schon. Aber das habe ich ja, ich sage mal, im nüchternen Zuschauen auch gemacht. Aber wenn du da zwei, drei Ja, nimmst du es Bierchen drin einfach hast, auf. Ja, stimmt. dann läuft das, dann kommt das aus dem Kleinhirn hoch und dann sprichst du alles. Also eigentlich müsste man besoffen Fremdsprachen lernen. Lernen und dann besoffen reden, das Ja. hilft. Weil irgendwo bleibt es hängen, oder? Ja, also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, weil du musst dir nicht so viel Mühe geben, weil du bist entspannter. Wenn du entspannter bist, dann machst du einfach so intuitiv, was du denkst, was passt und dann geht's lockerer. Du bist weniger verkrampft und der Flow ist besser, ja. Genau. Ist eigentlich Und lustig, eigentlich noch das paradox. Gegenüber im gleichen Zustand versteht dann auch viel mehr, weil er öfter das Geld aus und so, dann versteht er den Kontext viel besser und schneller und dann wird das Gespräch wahnsinnig flüssig. Ja, weil beide lallen. Ja, irgendwann versteht man sich. Egal, ja, komm, nehmen wir noch einen. Ja. Apropos Italien, wenn du ja einen Bezug zu Italien hast, hast du da auch Bezug zur italienischen Politik, zu Lega dei Ticinesi, die Schwesterpartei der Lega in Tessin oder der Nicht mehr. italienischen Lega? Nicht mehr. Nicht mehr. Ich hatte das war zu einer Zeit, ich weiß nicht, Berlusconi und all die waren mal Präsident und so. Und da gab es noch Lire. Oh, Und ja, was mir schöne da Zeit. aufgefallen ist, in der Zeit, wo das politisch abging, dann wusstest du, jetzt fällt die Lire, dann kaufst du die Lire, dann kannst du den Campingplatz mit ein paar wenigen Franken bezahlen und dann macht wieder was anderes. Ja, jetzt ist alles neu und dann steigt die Lira wieder und dann wird es teuer, aber du hast die billige Lire. Damals habe ich echt gemerkt, ja, Politik macht, wie sagt man, kleine Unterschiede, wenn man darauf hört. Aber es war sehr lehrreich und interessant. Damals habe ich das noch nicht so verstanden, wie das funktioniert. Aber ich habe schon gemerkt, da stimmt was nicht ganz so. Ich habe meine Mühe damit und immer wieder nachgefragt. Natürlich eben am Abend in der Bar, ich dachte, du, ey, Berlusconi, so und so. Und dann haben die mir das erklärt. Da musste ich sagen, ah, es ist nicht alles so, wie es scheint. Ja, aber im Endeffekt ist es eigentlich das Banalste. Geld regiert die Welt, oder? Ja, also ich regiere gar nichts. Ich auch nicht. Mein kleiner YouTube-Kanal, wo ich die Leute zensieren kann, wenn sie mir auf den Sack gehen, aber ansonsten regiere ich nicht. Wobei, ich bin ja da echt tolerant. Ricola, nicht Rucola. Okay. Ricola, ja genau. Wer hat es erfunden? Wobei unterdessen läuft alles andere, wie sagt man, der findet alles Mögliche was. Aber übrigens, wegen Verknüpfungen, vielleicht an die Zuschauer. Also ich sage es mal so,
wie schaue ich das Ganze an? Ich bin Schweizer, mich interessiert, was hier läuft, mich interessiert, was im Weltgeschehen läuft. Und da gibt es so einen einfachen Trend. Habe ich mal vor Jahren mir überlegt, Rock'n'Roll, Amerika, Deutschland, Europa, in der Schweiz und irgendwann auch im Dorf oben, okay? Und dann gibt es solche Menschen, die wissen, die können sich erinnern, es ging darum, Drogen, Heroin, das war ein Trend in Amerika. Ich so, okay, das ist in Amerika, komm. Weißt du, da denkst du, ja, das ist da drüben. Was liest du nachher? Die Kinder vom Bahnhof Zoo? Ja, das ist in Berlin. Das ist eine große Stadt. Schweiz, nee. Dann hörst du Zürich, Platzspitz, also es kommt dann näher. Ja, das ist Zürich halt. Ist halt so, oder? Und irgendwann mal hörst du Chur, Drogenumschlagplatz, und sagst, hä? Und zwei, drei Wochen später, Lenzerheide, Drogenring ausgehoben. Dann wusstest du, jo, wie der Kreislauf ist eigentlich immer etwa dasselbe. Und darum interessiert mich, was in Amerika losgeht und nicht nur das, was, wie sagt man, Mainstream schickt, sondern auch alles. Ich möchte für mich eine Meinung bilden. Und dann kommt das halt irgendwann mal nach Europa, in die Schweiz und irgendwann auch mal ins hinterste Bergdorf. Ja, im Endeffekt wie ein Bild mit den verschiedenen Puzzles, wo man hineinlegt und dann irgendwann ergibt sich ein sehr logisches Bild, aber man muss das gesamte Bild haben, die einzelnen Puzzles und nicht nur ganz wenige, ja, weil sonst sieht man das große Ganze nicht. Jemand hat im Chat reingeschrieben, verbinde die Punkte. Das ist eigentlich sehr prägnant. Übrigens, wenn Besoffene reden, das ist schon eine Sprache, mein German 2017. Und Red Alert meint 3 Millionen Lire für ein Ciabatta-Brot. Ja, das waren noch Zeiten. Die habe ich dann verpasst. Also ich wusste noch, wir mussten, das war 1000 Franken, 1 Million Lire. Also ich war irgendwie schnell mal Millionär. Und da konntest du nur schon, wenn der Kurs gefallen ist oder so, der Campingplatz, zahlst du die Jahresmiete, irgendwann bezahlst du die. Dann ja, siehst du, ich kaufe jetzt 1 Million Lire für 700 Franken und später kostet sie 1300. Also das macht echt was aus, das ist das Doppelte. Und da haben wir immer abgewacht, okay, Lire kaufen. Und dann hatten wir wieder mal, ich sag mal, günstigen Urlaub. So. Sehr variabel. Liebe Freunde, ich habe schnell einen Post gemacht auf Telegram für die dritte Phase des Interviews. Wenn ihr Fragen an WDQ habt, bitte in den Post reinstellen bei Telegram. Das ist für mich noch einfacher. Also bitte eure Fragen an WDQ hier reinstellen. Für den Livestream habe ich schon gepostet auf Telegram. Da bitte ausschließlich eure Fragen dann für die dritte Phase reinhauen. Dankeschön an dieser Stelle. Also du hast jetzt gerade Amerika angesprochen. Wie ist da eigentlich so deine Einschätzung? Glaubst du, Trump hat den großen Plan und wird den Deep State ausheben oder hat er verloren? Ich sage es mal so, die Hoffnung stirbt zuletzt und er ist ja noch bis zum 20. Mittag Präsident. Und was er in den letzten Tagen so, also bis am Freitag ins Anlaufen kam, deutet darauf hin, dass die Montag, Dienstag bis Mittwoch um 12 noch einiges laufen kann. Aber ob er dann zurücktritt, ob Biden gewählt wird, oder also gewählt ist er, ja, das ist klar, alles klar. Von wem ist er gewählt, also, ist eher die Frage. Ja, ich habe das Bild heute gesehen, es wurde vorbereitet, die Ansprache, wo er eingeschwört wird, also vereidigt wird, oder? Ja. Und wenn du da so raufschaust auf das Feld, die Stühle, die stehen da, das sieht aus wie ein Grab. Ja, es ist himmeltraurig. Das sieht aus wie ein Grab. Dann denkst du, ja, vielleicht kommt der eine oder andere nochmal zurück und sagt, ja, ich war auch ein Wähler. Ich möchte da nichts unterstellen, weil du bist ja jetzt auch auf YouTube und schauen wir mal. Aber ich habe eh schon abgeschlossen. Ich sage, das ist die hübsche Ex-Freundin, war zwar hübsch, aber die Beziehung war eine Katastrophe. Es gibt noch Nachärger. Du kriegst dann immer wieder mal so einen Spruch reingedrückt oder so. Na, schauen wir mal, wie das läuft. Aber ich denke einfach mal, spätestens. Für mich war es seit einiger Zeit klar, mein Stichdatum ist der 21.01. Weil wer dann vereidigt wird oder nicht, oder
was da an Präsidenten rumlaufen, egal von wo die kommen, dann weißt du, in welche Richtung es geht. Weil da können sie mir nicht sagen, ja, die Patrioten müssen jetzt noch dies und müssen noch das und so. Da war jetzt 4 Jahre Zeit und wenn das jetzt das Hitchcock-Finale ist, dann muss das eigentlich durchgezogen werden. Und es deutet sich darauf hin, dass am 20. so bis 30. rum ordentlich was los ist. Also ich kann nicht versprechen, das läuft gut oder schlecht, aber es läuft was und das muss man einfach im Auge behalten. Und wer bis jetzt noch keinen leichten Vorrat an Essen und so angelegt hat, der sollte sich was kaufen. Vielleicht wird es irgendwann knapp mit einkaufen. Was empfiehlst du da? Uns? Dosenfutter primär, was lange haltbar ist? Ja, oder abgepackte Rösti zum Beispiel, kannst du ein Jahr halten. Ich kenne mich da aus. Auch Tiefkühlprodukte. Im schlimmsten Fall gibt es einen Stromausfall, aber dann hast du wenigstens noch den Tiefkühler, den du leer machen kannst. Und so. Darum, wenn ich einkaufen gehe, dann kaufe ich für einen Monat einen, dann habe ich Ruhe. Weil dann gehe ich nur noch hier und da eine Tanke oder so und kaufe das, was ich gerade will oder was mir gerade fehlt. Oder Zigaretten. Ja, Raucher noch. Das ist der teuerste Spaß überhaupt mit den größten Steuern. Da freuen sich die da oben. Ja, weißt du, da bist du Raucher, du finanzierst die AV für alle Deutschen, das ist unsere gesetzliche Rentenkasse und dann meckern sie rum, ja, du bist Raucher und Raucher, ey, ich finanziere denen ihre Rente, also bitteschön, ich kann nicht nur die Zigaretten kaufen und wegschmeißen, weil irgendwo muss man auch noch was davon haben. Aber ist es nicht lustig, bei Corona geht es ihnen um unsere Gesundheit, da wollen sie uns schützen und beim Rauchen ist es denen eigentlich scheißegal, Hauptsache viel Steuern einnehmen und früh krepieren. Nein. Beim Rauchen wollen sie auch schützen, da kommt ja ein Text drauf, du kannst nicht mehr schwanger werden. Oder ein Bild, dann siehst du, okay, schwanger, okay, ich werde nicht mehr schwanger. Das ist, und dann kannst du damit besser umgehen. Ich muss sagen, ich würde gerne aufhören zu rauchen. Aber in der heutigen Zeit gerade ist das ein schlechtes Timing. Und ja, in der letzten Zeit, was gerade passiert ist, gönne ich mir das noch. Ist das ein Nervenausgleich zu diesem ganzen Stress, wo man hat? Nervenausgleich nicht. Aber ich habe gemerkt, wenn ich nicht rauche, dann laufe ich mit dem Messer zwischen den Zähnen rum. Dann bin ich so richtig... Dann fängt es an, ihnen so zu machen und dann mag ich auch nicht mehr so viel ertragen. Jetzt nehme ich das alles ein bisschen lockerer. Aber ist das nicht ein bisschen der Drogenentzug? Der Körper braucht das Nikotin und wenn er es nicht bekommt, dann übt der Druck aus auf den Werner, damit der Werner das macht, was der Körper gerne hätte. Nee, ich habe da eine gute Erfahrung gemacht. Und zwar hat mir, also durch eine Bekannte hat sie gesagt, ja, ich war Hypnose. Ich rauche nicht mehr. Ich sagte, ja, okay. Die hat 3 Monate nicht mehr geraucht. Ich sagte, komm, zeig mir mal die Adresse. Ich bin hingegangen. Und auf dem Hinweg, das war in Grabs im Rheintal, kennst du ja. Und die hat gesagt, ich muss 2 Zigaretten mitnehmen. 2. Okay, dann habe ich alles weggeraucht auf dem nach unten Weg. Die 2 habe ich übrig gelassen. Und dann wusste ich, hier ist die Raststätte. Wenn das nicht funktioniert auf dem Retterweg, kann ich hier Zigaretten kaufen. Bin da hingegangen, das Ganze lief 2 Stunden und wurde hypnotisiert. Aber du glaubst nicht, das Erste, hast du Lust auf eine Zigarette? Nö, mich haben Zigaretten nicht interessiert. Ich bin zurückgefahren an der Tanke, also an der Raststätte vorbei, ja, hier hättest du mich, interessiert mich nicht. Ich habe echt 2 Monate nicht geraucht. Das gab dann aber einen kleinen, wie sagt man dem, Nachteil, im 2. Monat habe ich in der kürzester Zeit nochmal 20 Kilo dazugenommen, obwohl ich schon übergewichtig war. Und gleichzeitig hatte ich da einen Nerv eingeklemmt im Rücken und das drückt noch mehr. Und dann habe ich gesagt, jetzt, das ist mir egal, ich weiß nicht, wohin das noch geht, ich rauche wieder. Und dann war das gut. Aber ich habe wirklich in den 2 Monaten, da konnte man neben mir qualmen und so, es hat mich nicht interessiert. Aber du hast zugenommen. Ja. Aber erst im 2. Monat kam das. Und das Witzige ist, ich habe gar nichts anderes gegessen, oder? Aber irgendwie hat das auch was mit dem Stoffwechsel zu tun. Also das ist schon was. Aber was ich gemerkt habe,
Und das ist mir bewusst geworden. Du gehst zum Beispiel, das Rauchen ist eine Routinesache. Du gehst ins Auto, das erste ist Zigarette an. Und egal, wenn du ins Auto gehst, du machst das immer dann. Und dann wird es zur Gewohnheit und das ist im Kopf. Oder? Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel ins Auto gehst und du zündest dir keine an, dann fängt schon an, ja, das ist deine Gewohnheit, das muss ich jetzt, nee, da rauszukommen, das macht dich dann leicht nervös. Aggro. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Also du sagst jetzt zu Trump, einfach mal abwarten und wenn er wirklich den großen Plan hat, dann muss man die Vereidigung von Biden abwarten. Und wenn diese Vereidigung dann durch ist, könnte man rein hypothetisch, theoretisch gemäß der Exekutivorder, ich glaube von 2018 wegen Hochverrats, diese ganzen Hochverräter hochnehmen. Ja, ich denke mal, das müsste man eigentlich vor der Vereidigung. Weil ein vereidigter Präsident, den kann man mit einem Amtsenthebungsverfahren. Nee, nicht Amtsenthebung, sondern wegen Hochverrat, weil der Hochverrat muss ja erwiesen sein. Das ist anscheinend das amerikanische und das europäische Recht anders. Es muss erwiesen sein und darum muss man die Vereidigung abwarten, damit der Tatbestand des Hochverrats erwiesen ist. Das ist eigentlich so die These. Die Frage ist einfach so, die ich mir stelle da, in dem Augenblick. Warum nimmt man so jemanden nicht vor der Vereidigung fest und sagt, hey, du wirst nicht Präsident, weil du hast zu viel auf dem Kerbholz. Mhm. Wieso lässt man ihn noch vereidigen? Weißt du, das ist irgendwo so ein Punkt, wo ich mir sage, das muss doch irgendwann ein Ende haben, weißt du. Weil es wird immer noch mehr Hoffnung gemacht, noch mehr Hoffnung. Darum ist es für mich irgendwie klar, wenn er vereidigt wird, dann wird es schwierig für mich. Ich weiß noch nicht, was die alles für Ideen haben, aber von mir aus gesehen müsste man den am Mittwoch 5:45 verhaften, wenn er hinkommt und sagt, ich möchte gerne oder so, Präsident ja. werden. Mhm. Ich schwöre, hey, du komm mal, wir haben ein Problem. Ja, dann ist auch die Frage einfach, warum schottet man Washington so krass ab? Da ist ja an jeder Kreuzung eine Straßensperre. Also ja, das ist sowas von... Das ist komisch, oder? Und wenn man schaut, im Regierungsviertel, die Größe, da bewegt sich niemand mehr, ohne dass er 10-mal kontrolliert wird. Und das rein oder raus, ich gehe in beide Richtungen. Aber ist das nicht ein Indikator, wenn die jetzt 20.000 Truppen da in Washington DC haben, dass das eher in die Richtung hinausläuft? Entweder sie müssen diese Verbrecher schützen vor dem Volk, weil die merken, sie wurden betrogen, oder aber sie haben zu viel Militärs, um dann eben alles schön reibungslos durchzuführen für die Verhaftung. Ja, die Frage ist gerade, du hast das vielleicht mitbekommen, in New York geht es so ziemlich gerade zu und her, da haben ein paar Freunde von Soros schon angefangen, Widerstand zu leisten und Ärger zu machen. Mhm. Warum sind da nicht wenigstens 5.000 Soldaten? Oder? Da geht es momentan schlimmer zu und her. Also, was wird erwartet in Washington? Auf was bereitet man sich vor? Auf eine Vereidigung oder eine Verhaftung? Ja. Oder ein Bürgerkrieg, wo sich die Südstaaten vielleicht wieder in einer Sezession abwenden. Texas hat ja schon gesagt, sie könnten sich vorstellen, auszutreten aus diesem Verbund. Und ich denke, die Trump-Staaten und auch die Mehrheit der US-Amerikaner, die stehen hinter Trump. Die Tech-Giganten, die Oligarchen, die stehen nicht hinter Trump. Aber die, wo mit der Kommunistischen Partei, mit den Globalisten kooperieren, schon. Und das ist noch interessant, also diese Konstellation birgt eigentlich schon ein unglaubliches Potenzial. Ich hatte ja hier zu Gast Richard Haudershell und er meinte auch, die Amerikaner sind bereit, ihr Land mit der Waffe zu verteidigen und wenn es sein muss, im Bürgerkrieg auch abzuspalten. Ja, und das ist das, ich sag mal so, das macht mir ein bisschen Sorgen, weil sie haben jetzt alles Mögliche friedlich versucht und wenn es dann irgendwie losgeht und da stürmen wirklich, ich sage jetzt mal, echte Patrioten Richtung Washington, echte, nicht irgendwie, komm, wir machen jetzt mal Ärger, damit das gut ausschaut, dann wird es schwierig für Amerika. Und was heißt das für alle anderen, wenn da Amerika Weltmacht ist und die haben selber so ein Chaos? Ich sage mal so, dann macht jedes Land bald mal, was es will, oder? Ja. Also und du hast es auch gesehen, ja, da vertreten Regierungen zurück schon überall. In São Paulo, 31. Dezember, war volle Party. Natürlich alles mit Distanz und so. Oder? Also
Italien geht los, was war das, Holland, jetzt dann Ja, Regierung zurückgetreten. Niederlande, genau. Also Österreich, die Niederlande. Massendemonstration, Italien, die linke Regierung zerbrochen. Wird spannend, ob es Neuwahlen gibt oder ob es eine installierte Expertengruppe gibt, wie in Österreich, wo man ja auch nach dem Putsch gegen Hartz Strache mit diesem Ibiza-Skandal zuerst noch diese Expertengruppe hatte und dann diese Neuwahlen und komischerweise die Grünen auf einmal wieder in der Regierung waren, obwohl sie davor ja aus dem Parlament geflogen sind. Also es ist schon sehr, sehr dubios, das Ganze, aber nicht ein Zufall, sondern geplant. Ja, und ich hoffe jetzt mal, egal wer was plant, dass es schlussendlich der Plan ist, der uns zu etwas Besserem führt. Und davon bin ich eigentlich überzeugt. Ich habe da vor ein paar Wochen ein Video gemacht. Es ging eigentlich darum, Savannah Noble, da müsst ihr einfach eingeben, Savannah Noble in YouTube, die macht Horoskope. Na gut, Horoskope, da kannst du in die Glaskugel schauen und so. Das sind nicht Horoskope wie in der Zeitung, sondern die berechnet das. Und dann erklärt die ganz genau, wie das gerechnet wird und wie sie das macht. Also ich habe da echt alles für mich verstanden. Und die hat dann so Zeugs gesagt, wie das läuft. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment, YouTube-Kanal, ich scroll mal zurück, weil das Beste ist, wenn du ein Horoskop zum Nachhinein hörst, oder? Habe das angehört, was die im März 20 gesagt hat, was da losgeht. Und ich war überrascht, wie genau das Ganze vorhergesagt wurde. Weil die konnte das nicht wissen, dass es Lockdown gibt, das und so. Die hat das richtig gut beschrieben. Ja, dann habe ich mir das Video angehört und dann musste ich sagen, was sie sagt, ist plausibel. Ab dem 20. bis zum 30. gibt es sehr große Probleme. Danach werden sie noch größer. Also Also wir von den können uns da Jahren vorstellen. 2020 bis Nein, 2030. jetzt 20. Januar bis 30. Januar Ah, gibt es okay. Riesenärger. Danach wird es noch schlimmer. Und was mich auch mal fasziniert hat, das wusste ich eigentlich nicht. Das ist so. Sie sagt, das Jahr fängt eigentlich am 1. März an. Oder? Ja, und du hast in der Schule auch mal gelernt, September, Septimus, siebter Monat, Oktober, der achte Monat, das kommt ja alles vom Lateinisch, Italienischen und so. November ist 9, Dezember, und dann haben wir noch Januar und Februar und da fängt der März an. Und ich glaube, das ist julianischer Kalender, Irrtum vorbehalten, Es aber. hört sich irgendwie an nach dem Neujahr der orthodoxen Russen, nicht? Feiern die Neujahr nicht verspätet und die Serben? Nee, das sind die Orthodoxen, die haben im Januar, ich glaube, was haben die, im 6. Januar, 7. Ah, oder Januar haben sie. sowas. Ja, genau. Ja, aber die haben verschoben, ja. Ja, aber das ist zum Beispiel das, wenn sie dann schaut, 1. März fängt das Jahr an und sie hat ein Horoskop gemacht für das 2020. Und dann sagt sie ausdrücklich, das 2020 geht bis Ende Februar. Und eben dann schaut sie ins 21 rein und dann sagt sie, da ist das alles weg. Also sieht so aus, bis Ende Februar, spätestens Mitte März, da wenn der 21. ist, wenn der Frühling beginnt, müsste eigentlich alles, ich sage mal, abgeschafft sein. Das System schafft sich selber sogar ab. Und das fand ich wahnsinnig interessiert. Es macht auch sehr Mut, muss ich sagen. Und so wie sie das erklärt, ist es auch plausibel. Jetzt kommt es einfach darauf an, ist das die Wahrheit, passiert das? Wir werden es sehen. Dann wissen wir, Astrologie kann auch was Gutes sein. Und nicht nur ein Horoskop in der Tageszeitung. Ja, morgen hast du Probleme, hast du einen Scheißtag. Ja, das stimmt, oder? Ja, für mich ist das ein bisschen psychologiebehaftet. Ich meine, du kannst alles so deuten, dass irgendwas von dem, was du dann zusammensagst, zutreffen wird. Das ist ähnlich wie ein Verkäufer, der psychologisch agiert und das so natürlich formuliert, dass es für dich dann wieder stimmt. Also nie Gegenworte geben, wenn ein Kunde nicht kaufen will, sondern das umgehen psychologisch. Und darum bin ich immer ein bisschen skeptisch. Für mich sind relevante Faktoren oder Indikatoren realpolitisch gesehen, wo wir sehen. Also jetzt zum Beispiel das mit Trump, die ganze Propaganda, dass er überall wegzensiert wurde auf Twitter, Facebook, dass die an 50 Milliarden Marktverlust haben. Das sind für mich Faktoren, die greifbar sind. Astrologie ist ab viel so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Du kannst es nicht greifen. Und da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Aber wir haben Das bin Faktoren. ich auch.
Das bin ich auch. Darum habe ich ja gesagt, ich möchte mal ein Video schauen, was sie im März gemacht hat fürs 2020. Okay? Ja, genau. Und dann ja. hast du gesagt, die bringt zum Vornherein die Fakten so hin und sagt, ja, das hört sich nicht schlecht an, oder? Und jetzt habe ich das angeschaut, gesagt, ja, jetzt gucken wir mal hin und wenn sie anfängt mit dem bis dann und so, dann wird das ungefähr passieren. Auf das soll man sich vorbereiten. Ja, das ist genau jetzt dasselbe, das wissen wir nicht. Aber ich sage mal so, im April treffen wir uns, dann kann man zurückschauen, siehst du, das war doch so oder da war es falsch. Aber es geht auch darum, man soll die Hoffnung nicht verlieren, weil das sowieso ich denke nicht, mal, ja. die Welt ist im Umbruch. Das ist für viele schockierend, das ist, der Sunny von Verbinde mit Punkt hat das so gesagt, das ist wie eine Neugeburt. Und eine Geburt geht nicht schmerzlos ab und Friede, Freude, Eierkuchen, weil das Kind kommt auf die Welt, pampf, da bist du kalt, kriegst noch eine auf den Hintern und wirst abgeduscht, kalt, schön warm und so. Und dann musst du wieder anfangen, lernen zu leben. Das ist, und ich denke mal, es läuft in die Richtung, Neugeburt. Ob es das ein Great Reset wird, wie von Klaus Schwab angekündigt, oder ein Great Reset, dass man den ganzen Müll mal wegschmeißt, das werden wir sehen. Hoffe das Beste und erwarte das Schlimmste. Ja, teile ich. Red Alert schreibt, der Deep State will keinen echten Präsidenten, die brauchen Marionetten. Haben wir ja in 8 Jahren Obama gesehen und Natascha meint noch, wer hat die Hexenjagd gemacht? Also wer hat die Hexen gejagt, wenn du jetzt in die spirituelle Richtung gehen möchtest? Wer hat, ich sage jetzt mal, die heidnischen Länder christianisiert oder im Namen der Kirche oder? Also von dem her, ja, jede Veränderung ist auch irgendwo blutig. Das ist definitiv so. Ich sehe es als Reconquista der Völkernationen. Man kann es auch anders deuten und interpretieren. Aber im Endeffekt ist es gut gegen böse. Licht gegen Dunkelheit, Wahrheit gegen Lüge oder wie ich es immer sehe, politisch Patrioten, Konservative gegen Kommunisten und andere Landesverräter. Also der Witz ist dabei, ist eigentlich, wenn man, sagen wir so, die Politik würde nichts machen, was würde sich verändern? Nichts. Im Gegenteil, es würde besser werden. Weil man kriegt nicht Schranken eingesetzt, sondern jeder kann das anfangen zu machen, sich entwickeln, wofür er sich, ich sag mal, berufen wird oder wo er sagt, hey, das gefällt mir. Aber wenn du da immer eingeschränkt wirst, dann bleibst du in deinem Käfig drinnen. Zum Beispiel, eine Bekannte von mir arbeitet im Service und im ersten Lockdown durfte sie nicht arbeiten, hat sie angefangen mit beim Restaurant so die Anlage Gärten, wie sagt man, zu Gärtnern. Ja, betreuen Gärtner, ja. Hey, die hat das sowas von cool und geil hinbekommen, echt, das hat sie, das hat so Spaß gemacht. Wenn ich könnte, würde ich das machen. Ja, aber das kann sie nicht machen, weil sie hat die Papiere nicht, die Ausbildung nicht, aber wenn ich das anschaue, dann sieht das besser aus, als irgend so ein Gartenbauer das gemacht hat, oder? Das kreativ, schön, alles, das ist so. Das wäre eigentlich das Ziel, dass jeder auch mal das machen kann, was er möchte. Und die, die es verbockt haben, die müssen mal das machen, was wir möchten. Also, ich könnte mir vorstellen, dass einige Politiker mal gut tun würden, für das Gehalt von einem Altenpfleger mal zu arbeiten. Absolut. Perspektivenwechsel ist auch immer sehr, sehr wichtig. Das ist auch bei mir bei der Geopolitik extrem wichtig, auch dass man das Verständnis der psychologischen Kriegsführung und Indoktrination hat und natürlich auch die Perspektive zum Beispiel der Chinesen. Ich denke, die Chinesen sind schon geimpft, was die Geschichte angeht. Die wurden ja vom Westen ausgebeutet. Opiumkrieg hat auch kein Schwein interessiert. Also in dem Kontext aus chinesischer Perspektive verstehe ich die Chinesen auch irgendwo, wenn sie hier vorgewarnt sind und ganz, ganz klar keine Lust mehr haben, dass da Japan oder Amerika oder andere Nationen sie nochmal ausplündern. Ich meine, Indien wird in Position gebracht, Australien und Japan, weil die Amerikaner natürlich ihre Vorherrschaft nicht aufgeben wollen. Eben, das versuche ich auch immer wieder und das, ich denke, das ist auch wichtig, um das Verständnis der geopolitischen Bewegungen zu haben. Weißt du, was das Witzige ist eigentlich? Jeder schaut auf seinen Vorteil, hat Angst vor der Vergangenheit, weil etwas passiert ist. Wenn man sich etwas ganz Einfaches zu Herzen nimmt, das habe ich von meiner Mama vor vielen Jahren,
hat sie mir mal das gesagt, miteinander und füreinander und nicht nebeneinander und gegeneinander. Mhm. Das ist unheimlich schwierig zu leben, weil wenn jemand nicht gerade, ich sag mal, deiner Meinung ist, oder das, dann musst du nicht gegen ihn, dann auch nicht links liegen lassen, dann sagst du, hey komm, es ist alles okay, ich respektiere das. Wenn du mit mir widersprechen möchtest, oder auch über was, lassen wir das Thema und dann können wir miteinander, und ich kann dir auch füreinander, wir können trotzdem noch füreinander da sein, auch wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben. Das ist da, weißt du, der, ich und Namen, Dirk Müller, der, wie heißt das, Mr. Dax, der hat das ganz einfach gesagt, ich muss nicht ein Nazi sein, um ein Nazi zu verstehen, ich muss ihm nur zuhören, und unter Umständen stellt sich heraus, du, ich bin kein Nazi, ich bin ein Patriot, und wenn ich sehe, in meinem Land passiert das und das, das hat nichts mit unserem Land zu tun, das ist gegen unsere Werte, gegen unsere, was, für was, was wir stehen. Und dann wird eigentlich schnell mal jemand zum Nazi, nur weil er sagt, hey, das kann doch nicht wahr sein, oder? Wenn ich die Schweiz anschaue, Abstimmungen, und irgendwo eine Software sagt, hey, wir machen vielleicht eine Korrektur oder so, und da hat sich herausgestellt, dass da Dominion in der Schweiz auch noch seine Wurzeln hat, ja, dann habe ich Mühe damit, dann bin ich nicht ein Nazi, weil ich sage, hey, dann komme ich mir, ja, weil du gehst mit gutem Glauben an die Urne und sagst, hey, ich stehe für das ein, und irgendwann wird das trotzdem gemacht, was sie wollen. Ja, ja. Aber übrigens möchte ich dir noch was sagen, kleine Geschichte wegen Covid-Verordnung. Mhm. Also, als ich kleiner Junge war, habe ich mich immer gefragt, mein Papa hat sich aufgeregt wegen der Gurten, er musste immer Gurten anschauen. Die machen, was sie wollen. Egal, die sagen immer dann und dann so. Ich dachte immer, da haben die 5 Abstimmungen gemacht, bis endlich das Volk Ja sagte. Jetzt nimmt es mich Wunder. Habe ich nachgeschaut und das war so. Der Bund hat eine Verordnung rausgelassen für Impfpflicht. Entschuldigung, ich bin schon bei Impfpflicht. Für Gurtenpflicht, oder? Ja. Wenn du dich nicht dran hältst, dann bezahlst du damals 20 Franken. Und einer hat gesagt, mache ich nicht. Der hat das vom Gericht zu Gericht weitergezogen bis zum Bundesgericht. Und das Bundesgericht hat dann dem Bundesrat gesagt, hör zu, aufgrund einer Verordnung könnt ihr keine Bußen geben. Mhm. So, wenn man jetzt anschaut, ein Gesetz, Radar, du bist auf der Autobahn, so viel zu schnell, kostet so viel auf dem Franken, genau wie viel wo was ist, oder? Das ist das Gesetz. Mhm. Da haben sie gesagt, hey, machen wir ein Gesetz daraus. Dazu müssen wir die Bevölkerung fragen. Abstimmung gemacht, Volk hat Ja gesagt. Und seitdem bezahlen wir legal nach Gesetz unsere Bußen, wenn wir nicht angegurtet sind. Meine Frage ist einfach, die Covid-19-Verordnung, ja. Wenn du deine Buße bekommst und du sagst, ey, ich mach das nicht. Da habe ich jetzt schon mitbekommen, ich sage jetzt mal so, es gibt manche, die haben eine Buße bekommen, ich noch nicht, aber ich weiß, was ich tun werde. Da kriegst du eine Buße, okay, gib, und da kannst du Einsprache erheben. Da geht es zum Staatsanwalt. Und da gibt es so der klassische, ich sag mal, Möglichkeiten. Die sagen, schreiben dir dann, okay, anstatt 100 Franken oder was auch immer, bezahlst du nur 20 Franken, weil das war dein erstes Vergehen, sag mal, außergerichtliche Einigung. Wenn du sagst, nö, komm, ich will vor Gericht, dann geht das nicht weiter. Das habe ich jetzt schon mitbekommen von einigen Ecken. Und ich sage dir eins, wenn ich eine Buße bekomme wegen Covid-19, irgendwas, dann werde ich das Ding durchziehen. Aber mir gibt niemand eine Buße. Du kannst ja nach Zürich gehen, da ist ja ein Termin für einen Spaziergang, da werden die Polizisten definitiv wieder stehen und dann kannst du das mal ausprobieren. Du, ich muss nicht nach Zürich gehen wegen der Buße, weißt du, das ist mir zu doof. Ich denke mal, die sind alle gleich geschult. Und wenn jemand einfach sagt, okay, bring mir das Teil, und er hat den Mut zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter, jetzt will ich es wissen, nimmst du die Rechtsschutzversicherung und dann sagst du, ich habe ein Problem, so sieht's aus, ich brauche eure Hilfe. Und dann schau mal, wie es weitergeht.
Vielleicht ist dann irgendjemand, also wenn irgendjemand eine Buße bekommt, vielleicht ist dann da irgendjemand der, der das weiterzieht, wie dazu mal beim Gurtenpflichtverordnung. Dass es dann endlich mal vor Gericht kommt und offiziell heißt, das ist keine reguläre Sache, vergiss das. Aber darum haben sie die Gesetze jetzt geändert, damit sie aus Illegalem Legalem machen, nachträglich. Also das hatten wir ja, darum haben wir ja das Referendum, wo wir darüber abstimmen werden. Ich glaube, im März ist es ja dann soweit mit den 50.000 Unterschriften. Ich hatte ja auch den Fall. Ich hatte eine Buße bekommen für 350 Franken, weil ich da gefilmt habe als Journalist. Ich wurde ja dann verhaftet, 6 Stunden weggesperrt, alles weggenommen. Und wurde dann irgendwann um 9 Uhr in Bern abgeladen und bekam für 4 Wochen Stadtverbot, durfte nicht mehr nach Bern für 4 Wochen und habe die Buße bekommen. Ich habe dann Ansprache erhoben, gemäß Anwalt. Dann hieß es vom Richter, ich glaube an Staatsrichter oder wer auch immer, Oberrichter, da wo zuständig war, ja, ob ich wirklich an diesem Einspruch festhalten möge, habe ich ignoriert. Und dann hieß es, ich müsse nach Bern kommen für eine Vorladung, Zeugenaussage. Von St. Gallen nach Bern, da fährst du etwa 3 Stunden, wieder hin und zurück 6 Stunden, ganzen Tag futsch, plus Benzinkosten und. Habe ich mir auch gesagt, ist es das in der Relation wert, weil ich müsste dann jedes Mal nach Bern gehen, weil das Gerichtsverfahren ist ja auch noch und auf das geht ja die Strategie aus, dass die Leute dann sagen, nö, das lohnt sich nicht. Und für mich lohnt sich de facto auch nicht, mehrmals nach Bern zu fahren, habe ich mehr Kosten als die 350 für die Buße und vor allem kann ich mehr leisten als Widerständler in den Livestreams mit meiner Arbeit, wo ich mache, als mich mit so einem Scheiß rumzuschlagen. Darum habe ich mich dann entschieden. Dann hast du 350 bezahlt. Ich bekomme jetzt dann irgendwann, ich habe ja dann, wo es hieß, ich müsse nach Bern, konnte ich leider nicht, Autopanne, ging es dann weiter und dann hieß es geht an die Staatsanwaltschaft, es gibt ein Gerichtsverfahren, wo ich wieder nach Bern hätte gehen müssen. Und für mich als Ostschweizer nach Bern hin und zurück, die ganzen Benzin- und Zeitkosten sind für mich schon fast höher als die 350, gebe ich ganz ehrlich zu. Das ist nicht in der Relation, weil für mich ist wichtig, dass ich politisch was machen kann. Nicht, dass ich mich mit denen nur rumschlage, mit den Bauern auf dem Schlachtfeld. Mich interessieren die Könige. Und in der Relation war es für mich ineffizient, wenn ich jetzt das Spiel noch ein bisschen mitgespielt hätte. Weil vielleicht wäre es gar nicht bei einem Gerichtstermin verblieben, sondern bei mehreren. Und jedes Mal da nach Bern hoch zu eiern für so einen Scheiß, ist für mich sinnfrei. Und die Frage ist natürlich auch die Kosten. Ich müsste ja auch einen Anwalt dann nehmen. Ich kann ja auch keinen nehmen. Aber dann habe ich natürlich das rechtliche Know-how nicht. Und das ist natürlich ein riesen Handicap, vor allem in einem Showprozess. Ich wurde schon mal in einem Showprozess in Deutschland vor Gericht gezogen. Da durfte ich 6.000 bis 7.000 bezahlen. Für eine Teilung eines Bildes wurde ich zu 90 Tagen verurteilt. Ich hatte einen Anwalt genommen, hat mich alleine schon mehrere tausend Euro gekostet, der Mist. Hat nichts gebracht, weil es ein Showprozess war. Und davon gehe ich natürlich in dem Kontext auch aus, weil ich halt eine Person bin, die mit Reichweite sehr lange schon aktiv bin, dass es ein reiner Showprozess ist. Und man muss an die in der Relation sind, die 350 oder den ganzen Aufwand plus mehrere tausend Franken kosten. Und ich habe nie eine Garantie, dass ich vor Gericht gewinne. Vor allem nicht in einem korrupten Regime. In Deutschland wurde ich schon verurteilt, in der Türkei wurde ich mal freigesprochen. Und das sind die Welten. In der Türkei habe ich mehr Gerechtigkeit erlebt in einem Gefängnis, wo ich da von der illegalen Massenmigration berichtet habe, als in Deutschland. Weißt du, ich sehe den, ich sage mal, den kleinen Fehler, du hast das erste ignoriert. Wenn die dir schreiben, willst du da wirklich, dann schreibst du, ja, ich bestehe darauf. Und dann ist so, ja, komm, wir gehen vor Gericht. Ich bin überzeugt, ich habe, ich sage mal, jetzt ein Royal Flush, komm, lass die Hosen runter. Und dann muss ein Richter sagen, aufgrund der Verordnung bekommst du die Buße. Und wenn ein guter Anwalt kann sagen, stopp, aufgrund des Bundesgerichtsurteils von anno dazumal geht das nicht. Und dann, das müsste eigentlich jeder Staatsanwalt, müsste das wissen. Und ich denke mal, dann müsste man schnell raus sein. Weil, wie ist es möglich? Also, ich bin da, ich habe keine Angst vor Corona, ich werde sowieso sterben, aber die Zeit, die ich habe, möchte ich genießen. Ich gehe in ein Geschäft rein und dann sage ich einfach, hallo. Also, dann fragen sie mich, hier ist Machtgepflicht, dann sage ich, ich bin befreit. Reicht. In der Verordnung drinnen steht, man ist befreit aus gesundheitlichen oder anderen Gründen. Jetzt andere Gründe, sag mir einen, religiös, ideologisch, was auch immer, das ist ein anderer Grund.
Dann kommt das Nächste. Wenn jemand auch einen Attest hat, bin ich gezwungen, jedem Verkäufer meinen Attest zu zeigen. Wenn du krank bist, gehst du auch einkaufen. Schau mal, ich bin krank, ich habe Grippe. Weißt du, wie ich meine, oder? Da stimmt einfach diverse Sachen nicht. Und ich fände es gut, wenn irgendjemand die Möglichkeit hat, das mal vor Gericht auszufechten. Einfach cool, ja, komm, ich will vor Gericht. Verordnung ist so, Gesetz ist das. Jetzt geben wir mal Gas, ich will es wissen. Interessant ist es ja schon, aber faktisch für mich einfach ineffizient, weil es ist Beschäftigungstherapie von der Obrigkeit, um mich natürlich zu neutralisieren, und nur um das ging es. Die hat mich ja ziemlich schnell als einer der Ersten im Livestream, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, im Mai letzten Jahres, gleich gepackt, weggesperrt, 6 Stunden im Knast. Ja. Die haben mich als einer der Letzten da mal rausgeschmissen. Ich habe dann den letzten Zug da irgendwie noch erwischt von Bern nach St. Gallen, das war auch 3 Stunden oder mehr. Ich bin da irgendwo um 12 Uhr, 12:30 nach Hause gekommen. Das war ja alles kalkuliert von diesem Regime. Aber nochmal, ich erwarte nicht von diesem Regime einen fairen Prozess, weil das, was sie machen, das ist alles verbrecherisch. Darum auch nachträglich diese Legitimierung der Gesetzesänderung, damit ihre Straftaten eigentlich vertuscht werden. Und eben, ich nütze dem Widerstand mehr, wenn ich jetzt auch in zweiter Reihe eben das zum Beispiel hier mache. Das ist viel effizienter für den Widerstand, als irgendwo in einem Schauprozess mich da verheizen zu lassen. Wenn es jemand macht, Respekt, unterstütze ich, berichte ich darüber. Ich werde es definitiv nicht machen, weil ich einfach in anderer Stelle viel, viel effizienter bin, weil ich, Bauern gegen Bauern, das ist nett und gut, aber wir müssen uns auf die relevanten Leute fokussieren und nicht auf die Polizisten, die eigentlich auch nur ihren Job machen, aber natürlich hier auch strafrechtlich relevant werden und jeder natürlich sich zu verantworten hat. Schau mal, das mit den Polizisten, das ist, was ich nicht verstehe. Es gibt wahnsinnig viele vernünftige Polizisten, die sagen, wir können auch verstehen, aber wir müssen unseren Job machen. Ich sage, okay, dann macht euren Job. Aber es gibt dann solche, die müssen das so richtig. Ich bin Polizist und ich mache jetzt das, zack, zack, zack. Die verstehe ich nicht, weil die haben doch irgendwann mal, ziehen sie ihre Uniform aus, sind zu Hause, wahrscheinlich wird vielleicht ihr Sohn gerade noch gebüßt, weil er keine Maske anhat und so. Dann müssten doch die Leute, die Menschen, die Polizisten oder egal wer, die da was zu sagen haben, müssen doch auch mal merken, dass der Schuss geht in 2 Richtungen, nicht nur in eine. Wenn ich meine Uniform ausziehe, was bleibt übrig? Mensch. Und das ist, verstehe ich nicht, dass die so im Gefangen drinnen sind, ich muss das durchziehen, Ich hatte vor 2 Tagen sogar jemand, ich war in einem Geschäft und da kommt einer rein, Maskenpflicht. Da habe ich so geschaut, ich bin befreit. Hier ist Maskenpflicht. Dann sagt er, ja, was war kalt? Dann sagt er, komm mal rein, mach die Türe zu, weil da kommt kalt rein. Und sagt, hey, jetzt gehst du entweder rein oder raus. Aber das Beste ist, du hast Distanz. Und das, wenn ich das so und so rüberbringe, dann weiß man, behalte deine Distanz. Weil das ist gefährlich, das Virus, oder? Der ging so weit. Der wollte gar nicht in das Geschäft. Der hat mich zum Fenster reingesehen und angefangen reinzubellen. Ich sag's mal so, früher bei Adolf oder so, das waren die perfekten, ja, die haben der volle Kanne zugegriffen. Die Mittäter, ja, ja. Oder in der DDR, das waren die, wie heißen die, MIMs oder so, und wurden dann schon richtig gefangen. Ja, das ist so, es ist so krank, wie die Leute interessiert nichts mehr. Maskenpflicht. Das heißt ja auch, Abstand hilft. Ja, halt einfach Abstand von mir, wenn ich so töte. Entschuldigung, du lässt dich impfen, du kannst die Maske anziehen und ich sterbe, ich lebe damit, ist okay, ich werde nicht mehr alt. Aber eben, das ist ja das Perfide, dass man hier mit den Gehirnen der Menschen spielt, mit der Psyche der Menschen und die Menschen das freiwillig mitmachen, dieses gegenseitige Denunzieren. Ich meine, das Spiel, was du jetzt hier erlebst, das habe ich schon vor 20 Jahren erlebt. Die illegale Massenmigration kritisiert, Jugoslawienkrieg kritisiert, diese angeblichen Flüchtlinge kritisiert, schon bist du Nazi und Rechtsextremist und du wirst in der Schule sozial geächtet, isoliert. Auf eine perfide Art und Weise. Also das, was ihr jetzt erlebt, das habe ich alles eigentlich schon durch. Eigentlich finde ich das amüsant, weil das ist nicht neu, das Spiel, das ist altbewährt und die Mächtigen, die setzen das jetzt einfach wieder ein. Nicht gegen andere Völker, sondern dieses Mal gegen die eigenen Völker. Kennst du den Beitrag von 10 vor 10, die sie da vor ein paar Tagen gemacht haben? Es ging darum, es ging Video rum über
Ärzte bekommen Geld für den Bescheid, dass die Leute, die Menschen an Corona gestorben sind und nicht irgendwas anderes, oder? Und ich habe das Video eigentlich so gemacht und dann habe ich plötzlich eine Mail von SRF, habe darauf geantwortet. Also ich kann das alles sagen, ich stehe auf meinem Telegram-Kanal. Aber dann habe ich gesagt, nee, ich möchte nicht mit euch reden, aber wenn ich solche Infos bekomme, dann müsstet ihr als professionelle Journalisten das auch kriegen. Ich freue mich auf einen Beitrag von euch. Macht mal, oder? Ja, dann kam noch eine Mail. Ja, sagen Sie da in dem Fall so und so. Und ich sage, nee, du komm, das ist mir zu doof. Dann habe ich mitbekommen, dass sie einen Freund angerufen haben, also Freundin, Bekannten angerufen haben. Ja, du, wer, wo, wie, was ist der Verikur und so. Und der hat gesagt, du, der kommt manchmal vorbei, ich kenne ihn nicht persönlich, aber so. Er hat mir dann gesagt, hey, mir hat das SRF angerufen. Ich sagte, oha, na gut, schauen wir mal. Ja, plötzlich eines Abends bekomme ich Telegram-Nachrichten, hey, du bist im Fernsehen und so. Ich sagte, was soll ich im Fernsehen? Ich habe noch nie eine Kamera gesehen, oder? Mhm. Jetzt haben sie meinen Beitrag zerpflückt und gemacht und so. Und dann, von wo kommt das? Ja, von WDQ, das ist ein dubioser Telegram-Kanal und so. Das ist... Dann habe ich gesagt, das, was ihr da erzählt, ist eigentlich ja, gut gemacht, aber Aussagen wie, das ist Bündner-Dialekt. Ja, ich habe das angeschaut und gesagt, Entschuldigung, da ist null Bündner-Dialekt. Weil, wie sagt ein Bündner? Wie? Drei. Keine Ahnung. Drei, was sagst du? Drei. Genau, das ist der Unterschied zwischen uns zwei. Ich sage drei, du drei. Und wenn man dem zuhört, dann weiß man, der sagt drü viermal. Das ist so ein Wort. Es gibt noch mehrere. Mhm. Und dann habe ich gehört und per Zufall schneide ich das raus und lasse es retour laufen und das sagt er drei. Ich sagte, irgendwo hatte ich einfach Spaß dran und gesagt, okay, weißt du was, ich mache jetzt, das war ein Faktencheck. Mhm. Aber jetzt mache ich Faktencheck vom Faktencheck. Habe das so zusammengeschickt in das Video und dann eigentlich auch unterlegt, ja, wir haben die E-Mail-Adresse herausgefunden. Ja, das ist eine Wahnsinnsleistung. Steht beim YouTube-Kanal ganz hinten. Da steht sie, Sie können mir mailen, oder? Mhm. Alles Mögliche. Und sagt, Entschuldigung, das hat nichts damit zu tun. Jetzt kommt aber Meldungen auch aus Deutschland und Österreich, dass die bis zu 2000 Euro bekommen, wenn sie die Erlaubnis bekommen, dass der Verstorbene ein Covid-Patient ist. Das sind doch Meldungen, ein richtiger Journalist müsste da mal nachforschen. Weißt du, das ist... Ja, genau, siehst du den Bildschirm sehr gut. Also dubioses Video warnt vor falsch deklarierten Todeszahlen. In einem Video behaupten unbekannte Spitäler würden Todesfälle falsch als Corona-Tote deklarieren, weil sie finanziell davon profitieren. Das Video verbreitet sich rasch auf WhatsApp. Also da ist dein Video gemeint, WDQ. Ja? Also du siehst auch den Titel, das ist Schweizer Flurfunk. Also was heißt das? Das geht durch das Netz, oder? Mhm. Und da es nur so Sprachnachrichten sind und so, habe ich gedacht, okay, komm, Sprachnachrichten ist schwierig irgendwo hochzuladen auf YouTube oder was auch immer. Ich habe daran einzig und allein ein Video draus gemacht. Da, schaut euch das mal an. Das geht darum, wie sagt man dem, nachzudenken. Ja, und dann kommen die und machen da so ein riesen Drama draus. Und jetzt das kommt dann die geile Geschichte jetzt dazu. Ich bin angestellt bei einer Firma und es lief so, im Oktober ist meine Mutter verstorben, innerhalb zwei Wochen von Lungenentzündung, Krebs gestorben. Also das ging wahnsinnig schnell. Ja. Gleichzeitig habe ich meine Tante im Tessin unten, die hatte im Frühling einen Unfall, kam ins Kantonsspital, Corona getestet, positiv, kam in Covid-Zentrum und jetzt ist sie im Pflegeheim, man kann sie nicht besuchen, ich konnte sie zweimal besuchen. Beim zweiten Mal habe ich ihr Utensilien mitgebracht und was machen die? Die desinfizieren in die Tasche rein. So. Was soll das? Ja, Corona. Die sprayen einfach irgendwo was rein, oder? Eine Woche später kommt, Mann, jetzt Achtung, wenn ich etwas mitbringe, dann muss das drei Tage lang in Quarantäne sein. Das sind die Sinne. Also, und dann habe ich gesagt, ja, wie sieht es aus? Wenn ich Blumen bringe, ist das dann auch nur noch Gemüse? Bis ich gesagt, nein, Blumen nur einen Tag. Weil, ich weiß nicht, vielleicht Corona, Blumenallergie. Aber das sind solche Sachen, die sind passiert.
Und dann hatte ich Anfang November einen Unfall, hat ordentlich Mühe und konnte nicht arbeiten. Habe dann angefangen, 50% zu arbeiten, wieder richtig anfangen zu arbeiten. Zwischen Weihnachten und Neujahr, im Neujahr hatte das Geschäft geschlossen, habe ich genutzt, um, ich sag mal, zu heilen, oder wie es, einfach, dass es besser wird, weil es in der Wirbelsäule. Und am 4. Januar haben wir angefangen. Mein Ziel war 100% arbeiten, weil mir ging das sowas von auf den Sack, diese Rumsitzerei. 4. und 5. habe ich gearbeitet. Nachmittags 2:30 plus minus habe ich gesagt, hey, lassen wir es für heute gut sein. Oder ich möchte es nicht, ich möchte es forcieren, aber nicht übertreiben, weil sonst wird es schlimmer. Am 6. hatten wir Feiertag und am 7. 11 Uhr, komm mal, wir haben eine Sitzung. So, ja, okay. Du hör mal zu, du hast deine Arbeitsleistung ist in den letzten 3 Monaten dermaßen schlecht geworden. Wir müssen uns von dir trennen. Keine Angst, du hast 3 Monate Kündigungsfrist per Ende April und du bist freigestellt. Also ich habe jetzt einen bezahlten Urlaub, wie ich auch immer sagen will. Und wenn ich das anschaue, was passiert ist privat, wäre es doch verständlich, dass man nicht so eine Leistung bringen kann in den letzten 3 Monaten wie davor. Okay? Mein Chef wusste, dass ich damit YouTube mache und auch mal kritisch bin und sage, hey, denk nach und so. Und das war eigentlich okay. Und per Zufall, kurz nach dem 10 vor 10 Beitrag, bekomme ich eine Kündigung. Ich möchte jetzt nichts beschuldigen. Ich frage mich einfach nur, was ist jetzt maßgebend? 10 vor 10 Beitrag oder meine privaten Probleme, die natürlich zu einer Leistungsabnahme, wie sagt man, geführt Reduktion. haben. Ja. Ja. Und sobald du wirst dann irgendwann halt auch, ich sag mal, fertig gemacht. Oder? Du, schau mal, auf 1. Gut, Mai finde ich mich. sind wir realistisch. Wirtschaft läuft eh komplett gegen die Wand. Wir haben jetzt zweiten, dritten, vierten, fünften Lockdown, der 100% kommen wird. Die Agenda, der Great Reset, ist ja keine Fiktion. Die Oligarchen des Westens kommunizieren das ganz offen. Klaus Schwab mit seinem Covid-19, der Great Reset. Wir sehen ja, dass die Selbstständigen, mittelständigen Unternehmen an die Wand gefahren werden. Die Gelder, die sie bekommen vom Staat, sind ein Witz. Damit können sie nicht überleben. Also es wird bewusst kalkuliert. Wenn man jetzt nach dem Plan geht, wo überall floriert, verteilt wird, dann ist es ja so, dass das bedingungslose Grundeinkommen ein essentieller Bestandteil ist des Ganzen. Würden Sie das nicht machen, hätten Sie Lichterloh, Revolutionen überall. Also ich denke, das ist ein Must-Have. Würden Sie es nicht machen, würden Sie das wie ein Brandbeschleuniger extrem schnell vorantreiben, weil die Leute hält da nichts mehr. Wenn die Polizei kommt und Bußen verteilen will, die Leute sagen Scheiß drauf, ich habe eh nichts mehr zu fressen, ihr könnt eh nichts mehr bei mir holen. Dann haben Sie wirklich das Haus, das brennt. Und von dem her denke ich schon, dass das bedingungslose Grundeinkommen das nächste ist. Klaus Schwab hat es ja auch offen kommuniziert. In 10 Jahren besitzt ihr nichts mehr und ihr seid happy damit quasi. Also man enteignet die Mittelschichten, die Oligarchen, 1000 Milliarden, es werden noch mehr werden, machen Profit. Also wenn jemand das verliert, ist logischerweise gewinnt jemand immer davon. Das ist eine physikalische Regel. Und genau die Situation haben wir jetzt. Also ich denke, das ist alles so kalkuliert. In deinem Fall, ich habe jetzt nochmal geguckt, der Artikel selber war vom 3. November. Jetzt haben wir Januar und dann war noch bei 10 vor 10 der Artikel. Das war wahrscheinlich einfach ein Beschleuniger, aber es war eine logische Konsequenz. Ja. Also es ist so, die Firma, bei der ich gearbeitet habe, die steht, ich sage mal, sehr gut da, die ist weltweit präsent und die Arbeit ist da. Das Problem ist immer mal die Lieferkettenunterbrechungen, die es gegeben hat oder so. Aber wenn Arbeit da ist, dann hat man volle Kanne zu tun. Und denke mal, wirtschaftlich gesehen haben sie mir nicht gekündigt, weil da für mich war schon ein anderer da, weil ich war wirklich, warte mal, 6 Wochen war ich out. Und dann habe ich angefangen, 50%, da war schon einer da vor einem Temporärbüro. Und der Job, und der ist auch zuverlässig und jünger und so. Das ist okay. Was mich einfach nervt, ist, dass man nicht ehrlich sein kann. Wenn die mir gesagt hätten, du schau mal, wir haben ein Problem mit dem Schweizer Fernsehen, das kommt nicht so gut.
dann hätte ich das akzeptiert, weil ich hasse nicht mehr, als wenn man mich anlügt. Mhm. Wenn das vorgeschobene Gründe sind, so, und das Geile war ja noch, 10 vor 10 Beitrag, den Check, wie heißt das, Faktencheck vom Faktencheck, hochgeladen. Und dann haben sie geschrieben, da kam ein Kommentar, das wird bei deiner Firma gemeldet, haben gesagt, ja, mach mal. Und zwei Mitarbeiter von mir haben da kommentiert. Und dann habe ich gesagt, ja, super. Damals dachte ich noch, ja, mein Chef weiß Bescheid, ich bin kritisch und ich lasse mir nicht alles gefallen. Mhm. Ich denke nach und darum hat er mich mal eingestellt in der Position. Jo, wissen jetzt die Götter, aber also wenn irgendjemand ihn brauchen kann auf 1. Mai, schauen wir mal weiter, aber ganz, dann habe ich sich... Ganz ehrlich, du wärst blöde. Du hast ja auch Arbeitslosenversicherung, für das hast du die jahrelang eingezahlt und ganz ehrlich, du ernährst dieses Regime eigentlich und spielst in diesem Hamsterrad eigentlich genau noch so weiter. Ich habe ein Problem, weißt du, ich brauche etwas zu tun, etwas Sinnvolles. Ja, Politik, mach mehr Politik. Jetzt kannst du mich unterstützen. Ich brauche noch mehr Moderatoren, die freuen sich, wenn es noch einen Moderator mehr gibt oder immer schön alles zuspielt. Weil ganz ehrlich, das Ding, das ist durch. Ich glaube nicht, dass wir in die alte Normalität zurückkommen. Das glaube ich nicht. Die sind schon viel zu weit gegangen, die ganzen Verbrecher, wo in diesem Boot sitzen. Die haben einen Plan, die wissen ganz genau, was sie machen und die ziehen das durch, weil wenn die aufgeben würden, dann sind die alle weg vom Fenster. Die finden nichts mehr, weil sie so Verbrecher sind. Ja, weißt du, das eine ist das, aber politisch kannst du das nicht lösen. Das kannst du. Ich denke, meine Meinung ist einfach das, du kannst das Ganze ändern, indem du jeder bei sich selber anfängt. Das Ziel wäre eigentlich, dass jeder das machen kann, was ihm Freude macht. Ich nenne zum Beispiel, mir gefällt es Videoschneiden. Da gibt es Leute, die sagen, hey, ich möchte gerne einen Werbefilm und bezahle dir etwas. Ich habe bis jetzt das ganze Zeug immer gratis gemacht und wenn ich was gespendet bekommen habe, dann habe ich es eigentlich auch weitergeleitet an zum Beispiel Moderatoren, die ich habe oder irgendwo Leute, die ich kenne, die haben nicht genug zu essen. Und wenn du denen 50 Euro, die reingekommen bist, weitergeschickt hast, dann waren die, hey, der Monat ist gerettet mit 50 Euro in Deutschland. Also ich konnte bis jetzt von meinem Gehalt leben, okay, irgendwann ist das mal weg. Aber ich denke einfach mal, die Möglichkeit, dass in Zukunft, dass du das machen kannst, wo dir wirklich gefällt, das müsste entstehen, dass du kreativ sein kannst, dass du weißt, das ist mein Metier. Du machst da deine Nachrichten. Übrigens muss ich dir was sagen, wegen der Brille. Mir ist was aufgefallen. Kennst du Tim Kellner aus Deutschland? Ja. Schon gesehen? Natürlich. Der Love Priest. Der nimmt seine Brille. Oh, ich muss. Der hat die rosa-rote Brille und der bringt das halt so rüber, Sarkasmus, gell? Du hast deine Spiegelbrille, du bringst das cool rüber, das reflektiert wieder. Cool. Aber du weißt, wieso ich die Brille habe, gell? Nee. Aus gesundheitlichen Gründen, weil ich hatte mehrere Augenmigränenattacken von mehreren Stunden. Und dann hatte ich mit Xavier Naidoo geschrieben und gefragt, wie er das gelöst hat. Und er hatte gesagt, seine Mama hat ihm dazu mal diese verdunkelte Brille gegeben und seitdem hat er diese epileptischen Anfälle nicht mehr gehabt. Und bei mir waren es halt diese Augenmigränenattacken. Und seit ich diese Brille habe, die verdunkelt extrem gut, habe ich diese Trigger nicht mehr mit diesen hellen Lichten, LED-Lichtern, den ganzen Tag auf dem Handy rumdatteln. Also es waren gesundheitliche Gründe, nicht optische Gründe oder sonst was. Ich sage es jetzt mal nur im übertragenen Sinne, du hast die Spiegelbrille, du bringst das cooler rüber. Mhm. Und ich habe meine, damit ich überhaupt was sehe, Brille an, oder? Ich bin da nicht Moderator oder so. Ich mache das genau weiterhin so im Hintergrund mit den Leuten, den Kontakten, die ich habe und helfe hintenrum, egal ob das in der Schweiz ist oder irgendwo in Deutschland oder so. Ein Beispiel, kannst du dich erinnern, Video schneiden, da gab es vom Rütlich, ab Pfingsten letztes Jahr war doch waren die Menschen auf dem Rütlich, haben ein riesen Video gemacht, wie sie den Rütlich-Schuh erneuert haben, oder? Das ganze Video war wahnsinnig super, aber 50 Minuten lang und für viele zu langatmig. Ja. Und dann gab es irgendwann mal so eine 10-Minuten-Version, das ist meine, die habe ich zum Beispiel einfach mal gemacht.
Und das, ohne irgendetwas gesagt zu haben, sondern nur die Emotionen. Das, ich sehe dann, das kann ich reinnehmen. So, für mich ist ein Video, ich sehe es zum Vornherein, das kann ich brauchen, das kann ich brauchen. Und dann kommen auch die Emotionen rein. Ja. Weißt du, da brauche ich nicht unbedingt da jemand, der einspricht oder irgendwas, sondern anhand von dem Material kann ich etwas machen. Und das ist das, was mir auch gefällt. Oder? Aber das beruflich machen. Du musst es nicht beruflich machen, aus Leidenschaft. Ich mache Politik auch aus Leidenschaft, weil ich 100% von dem überzeugt bin, dass wir eigentlich von Anfang an schon immer belogen worden sind, auch mit Jugoslawien, wo es geheißen hat, wir helfen den Menschen, wir haben sie befreit. Bullshit. Sie haben die Menschen einfach wieder in die Steinzeit bombardiert. Sie haben eine Umvolkung realisiert. Sie haben die Menschen umgesiedelt. Sie wollten sie nie temporär ansiedeln, sondern gezielt hier ansiedeln und natürlich Ressourcen, Ressourcenmensch abwandern lassen von Jugoslawien und diese kleine geopolitische Macht Jugoslawien einfach zersetzen. Und es geht hier einfach um Gerechtigkeit. Und das, was wir hier erfahren haben, das ist Manipulation der Menschen. Es wird was suggeriert, was nicht der Wahrheit entspricht, um ihre Verbrechen zu decken, um geopolitische Ambitionen, Expansion, Aufnahme Sloweniens, Kroatiens etc., Serbien isoliert, weil es pro-russisch ist, russische Brudernation. Und um das geht es im Endeffekt. Und diese Leidenschaft, ich denke, das ist wichtig. Und wenn du jetzt mehr Zeit hast, nutz die Zeit für den politischen Widerstand. Du hast ja gestern gesehen, wie viele 10.000 Menschen in Wien waren. 1. August, 29. August. 29. war 100 pro über 1 Million Menschen. Ich war ja in Berlin. Dann Leipzig, Konstanz, wo wir waren, Stuttgart, Hamburg, Hannover. Unglaubliche Massen. Weißt du, du wirst vielleicht belächelt in deiner ehemaligen Firma. Aber das ist irrelevant. Das ist eine Horde von Schafen, die einfach den Chefen folgt, weil der der Chef ist. Und das ist keine Demokratie in einer Firma. Da ist der Chef und der diktiert. Und wenn du nicht mitmachst, dann bist du weg. War bei mir auch so, das Normalste der Welt. Der Chef diktiert und wenn du nicht mitmachst, bist du weg. Also erwarte nicht von den Leuten, dass die aufwachen, weil sie können gar nicht anders. Sie sind in diesem Hamsterrad gefangen und ja, der Chef sagt das schon, das wird schon passen. Und der Werner, das ist ein Spinner, das ist in einer kleinen Internetwelt da das zusammenschwurbeln. Interessiert die uns nicht. Er ist im Digitalen, wir sind in der Realität. Aber die Realität ist eine ganz andere, denn die suggerierte Realität der Mainstream-Medien, das ist eigentlich die Fiktion. Eine Matrix oder V wie Vendetta. Meine, das hat Daniele Ganser schon gesagt, als ihm so gekündet wurde und das kannst du nicht bringen und hast du nicht gesehen, dem lief es eigentlich auch so, er hat einfach mehr pro Monat verdient und ich stehe jetzt an der gleichen Stelle, aber schlussendlich wird es auch für mich gut werden, irgendwo finde ich meinen Weg, das Ganze, ich sage jetzt mal, Schlechte, was passiert ist, da kann man was Gutes rausziehen. Genau. Das nächste Mal lernt man was dazu. Und das Gute, was dazu ist, daraus kann man alles weiterentwickeln. Und wenn man imstand ist, selbstkritisch zu sein, nachzuschauen, was lief schlecht, habe ich falsch gemacht, das lief da falsch, ein bisschen analysieren, das hilft einem weiter. Ich habe da ein kleines Beispiel. Also ich war verheiratet, die Frau hatte ein 4-jähriges Kind mit dabei. Ich habe da so ein Video drinnen gemacht mit den wackelnden Ohren. Und zwar ging es eigentlich darum, der hat da Blödsinn gemacht und ich war sauer. Da habe ich gesagt, ey, also nicht engagieren. Hey, was soll das? Oder das so nicht, gell? Nur etwa so. Und dann lacht er mich aus. Ich sage, ich darf nicht was. Und 3 Käse hoch, da war er 5 Jahre. Ich habe gesagt, nee. Da bin ich zu meiner Frau gegangen und gesagt, ey, sag mal, was soll das? Der lacht mich aus. Dann hat sie mich gefragt, hast du ihn gefragt, warum? Nee, sicher nicht. Also, lass mich doch nicht von den Kleinen da verarschen. Okay, bin da irgendwann mal ein bisschen rein rauchen gegangen und nach einer Zeit lang habe ich gesagt, jetzt möchte ich es wissen. Dann bin ich hingegangen und sage, du schau mal, ich habe dir das so und so gesagt und du lachst mich aus. Warum? Ich bin böse, du hast Blödsinn gemacht und jetzt du lachst mich noch aus. Ich sagte, weißt du, wenn du böse bist, dann wackeln deine Ohren. Ja, geil. Also, und dann stell dir vor, was lernt man daraus? Am nächsten Mal irgendwas ist, dann weißt du, ey, ich lasse das jetzt, weil meine Ohren wackeln schon, oder? In Ruhe, dann rede ich mit ihm, hey, hör mal zu. Das geht nicht, das ist nicht okay, weil so und so. Ah, okay. Und die Ohren haben nicht gewackelt, er hat mich nicht ausgelacht und ich war nicht sauer auf ihn. Das war dann einfach
selbstkritisch auch mal überlegen. Man kann vom kleinsten Kind etwas lernen, aber man muss zuhören oder nachfragen. Genauso wie man von, ich sag mal, großen Sensei was lernen kann, kann man von Kindern was lernen. Und von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und wie gesagt, ist schief gelaufen, bin geschieden, habe Ärger und so, aber aus dem Ganzen ist auch was Gutes entstanden. Und ich finde das klasse, wenn man das, wenn jemand das so umsetzen kann und sich dann irgendwo auch ein bisschen weiterentwickeln kann. Ich sag nur YouTube. Apropos YouTube. Der kleine Scheißer, Achtung, das musst du hören. Wir hatten mit ihm eine Abmachung. Wir lügen einander nicht an. Versprochen. Okay. Ja, das ist echt schwierig, weil wenn der Kleine eine Frage stellt und du kannst ihm die nicht erwachsengerecht, ja, das ist so und so, dann musst du ihm eine Erklärung geben, die passt. Ja. Nach einer Zeit lang habe ich dann mir Mühe gegeben, gesagt, du, ich muss mir das überlegen, ich muss mir das echt richtig zurechtlegen. Und danach kommt er und sagt, du, sag mal, warum weißt du immer alles? Dann habe ich ihm gesagt, weißt du, ich und Google wissen alles. Wer ist der Google? Habe ich ihm gezeigt. Irgendwann, Achtung, jetzt kommt das. Irgendwann kommt er und sagt, du, kannst du mir helfen? Das funktioniert nicht. Ich sage, was willst du denn hier? Also der hat da, das gibt 2-3 Monate, er und YouTube waren dann so. Und dann hat er gesagt, schau mal, ich möchte mit meinem iPhone das Spiel von da im Fenster steuern. Ich sage, was zum Geier will der da? Ich sage, ja, ich habe ein YouTube-Video gefunden, kannst du mir helfen? Dann zeigt er mir einen Zettel, du, der hat IP-Adressen, alles aufgefüllt, der hat mir im Netzwerk reingepfuscht, alles lief. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, ist, weil er musste bezahlen. Und da hatte Kreditkarte war Feierabend, oder? Ja, jetzt wird es ernst. Dann habe ich ihm, und ich bin nicht so, nee, darfst du nicht. Dann habe ich gesagt, okay, komm, schauen wir mal das an, was kostet das? 60 Franken. Da geht er in seine Kasse, holt 60 Franken hier und sagt, warte mal, bevor wir das jetzt einfach einbezahlen und da das machen, da habe ich gemerkt, sein Laptop hatte zu wenig Leistung dafür. Dann habe ich es ihm auch richtig erklärt, schau mal, diese Zahl brauchst du und die ist zu tief. Diese Zahl ist so, die ist gut und das ist auch zu tief. Das wird hier nicht funktionieren. Ich konnte sie ihm so rüberbringen und sagen, okay. Und dann hat er gesagt, ja, passt. Ja, irgendwann hat der Kleine, der war gerade mal 7 Jahre, hat er bei mir YouTube-Videos auf dem Kanal da hochgeladen, bevor der größer wurde. Ich habe alles auf privat gestellt. Der war so heftig, da habe ich sehr viel von dem schon gelernt. Weißt du, also, wenn ihr ein kleines Kind habt, das Interesse hat an Technik und so, Achtung, aufpassen in eurem Netzwerk. Also, das war schon cool. Und immer respektvoll, weißt du, ich habe ihn behandelt wie ein Freund, das ist nicht ein Kind. Ich sage, was du machst, ich habe ihm erklärt, was er machen soll, was besser ist oder was nicht. Manchmal macht er das, was besser ist und dann lernt er es selber. Aber die Erfahrung hat er immer gemacht und er war clever genug und hat zugehört. Und das war, ich war auch clever genug und habe ihm zugehört. Und du meinst damit, die Regierung ist nicht so clever und sie hört nicht dem Kind, dem Volke zu, oder? Ja, da wäre es gut, wenn irgendjemand einfach auch mal, vielleicht sind die zu weit vom Volk weg, vielleicht haben die, das heißt ja immer mal mehr betriebsblind, oder? Wäre nicht schlecht, die ganzen 7 oder egal, der ganze Nationalrat und Ständerat oder in Deutschland, Bundestag, was alles rumkreucht und fleucht, dass die einfach mal eine Woche sagen, okay, komm, ich gehe mal arbeiten. Egal wo, aber nicht Politik, sondern Arbeit an nur eine Woche. Ist ja eh Lockdown, die können eh nichts machen, aber da können sie. Dann sehen die mal die Sorgen von den Menschen auf der Straße und hören nicht nur ihre eigenen Beiträge, die in Bild oder so gepostet werden, weil da kriegen sie noch die Bestätigung für den Müll, den sie veranstalten. Und das ist eine Selbstreflexion, die mir momentan auch in unserer Regierung fehlt. Wenn ich höre, okay, Ole Maurer hat, ja, was hat er gesagt? Es wäre schön, wenn wir wieder kritischer sagen können, ja, man darf ja nicht. Wie hätte er das gesagt? Ja, kritischen Geist der Bevölkerung. Ich google es gerade. Google ist ja auch mein Freund. Ueli Maurer wünscht sich viele kritische Bürger. Ueli Maurer, als einer unserer Bundesräte,
hat in einem Instagram-Video seine Wünsche für die Schweiz für das neue Jahr geäußert. Man soll wieder mehr Spaß haben und kritisch sein. Man muss ja auch wissen, Ja. Ueli Maurer ist einer dieser unkorrekten oder politisch inkorrekten Menschen. Er findet ja zum Beispiel auch Putin gut, was nicht allen Gutmenschen gefällt in der Schweiz. Er ist halt schon ein bisschen differenziert, aber er ist auch ein bisschen bodenständiger. Es ist das, was er sagt. Er spricht das aus, was Tatsache ist. Warum sagen die Menschen das nicht? Ja, man darf es nicht. Also man darf es nicht sagen. Ja, es wird nicht gern gesehen. Weißt du, so richtig, er möchte, dass man wieder sagen kann, was man denkt und in Druck treten. Ich bin ja nicht ein Corona-Leugner. Corona gibt es. Die Leute werden krank. Manche sterben daran. Aber meine Frage ist einfach, stimmen die Verhältnisse? Das neue Impfdings da, was die durchziehen, alles ist neu, in Rekordzeit, alles gemacht und tja, da gibt es unterdessen schon die ersten, wie sagt man, Pflegeheime, die sagen, ja, wenn du dich nicht impfen lässt, dann kannst du dir einen anderen Job suchen. Und ich kann da echt nur empfehlen, sämtliche medizinische Berufe, dass die sagen, nee, wir wollen zuerst wissen, was die Nachfolgen sind, weil das ist ja nicht was, ich ziehe mir eine Jacke an, ja, wenn ich da Ärger habe, weil da irgendein Zeichen drauf ist, dann kann ich die ausziehen, weil wenn das Zeugs mal drinnen ist, kriegst du es nicht mehr raus. Und dazu bin ich, da sage ich einfach, da braucht es mehr Zeit und die impfen jetzt mal die Ältesten. Irgendwas war da, eine 101-Jährige wurde geimpft. Ich mag dir noch 100 Jahre gönnen, aber ich frage mal einfach mal, was bringt die Impfung einem 101-jährigen Menschen, dass er 102 wird oder 103 oder 110? Was erwarten Sie noch? Warum impft man so alte Menschen, dass sie nicht sofort sterben? Vor allem, die haben ja eh schon ein geschwächtes Immunsystem und wenn jetzt denen das initiiert wird, gespritzt wird, das ist ja auch fahrlässig. Und wir haben ja auch Zahlen, dass auch schon viele gestorben sind nach der Impfung. Und es dann einfach hieß, ja, das hätte nicht mit der Impfung zu tun. Aber jeder andere, der gestorben ist mit dem Virus, der ist dann durch den Virus gestorben. Weißt du, diese Doppelstandards, das kennt man auch aus der Geopolitik. Was die Amis dürfen oder was der Westen darf, das darf der Russe nicht. Beispiel war ja zum Beispiel der Putsch in der Ukraine 2014. Da hat es geheißen, ja, Demokratisierungsprozess, wunderbar. Wunderbar, die Ukraine öffnet sich Richtung Westen. Dann hat Russland respektive die Krim hat sich abgespalten von der Ukraine, weil sie durchschaut haben, dass das ein westlicher Regime-Change war, in Kooperation mit Neofaschisten in der Ukraine. Ukraine ist ein sehr nationalistisches Land, vergleichbar mit Polen. Das hat den Westen nicht gestört. Doris Leuthard, eine unserer super Politikerinnen von der FDP, war ja auf dem Maidan, hat gejubelt und geklatscht. Wie schön dass das ist, dass die sich jetzt hier mit den Faschisten zusammentun und einen Regime-Change durchführen. Sie hat es natürlich anders kommuniziert. Es gab ja auch Aufnahmen mit Hakenkreuzflaggen und NATO-Symbolen, wo eben diese Nationalisten auf Seite der Putschisten des Westens gegen die Ukrainer dann geputscht haben. Das hat kein Schwein interessiert. Aber wo die Krim dann sich losgelöst hat von der Ukraine und in einer demokratischen Volksabstimmung sich der Russischen Föderation anschließen wollte, dann hieß es auf einmal, das geht aber gar nicht. Die hätten lieber noch mal Bürgerkrieg gehabt wie im Osten, im Donbass, in Donetsk und Lugansk, als dass es eine friedliche Abspaltung gab. Und das ist eben dieser Doppelstandard, oder wie das, was du jetzt beschrieben hast. Das ist typisch für die und das ist eben Propaganda. Und darum bin ich da schon früh geimpft, wenn ich das sehe. Ich bediene mich deren Methodiken. Wenn die Propaganda machen, können wir das auch, weil schlussendlich ist das nicht Manipulation der Wahrheit. Wobei ich mache das nicht für Geld. Das ist der große Unterschied. Ich bin Idealist, ich liebe meine Heimat, ich will heimatfreie Tradition und ich will diese Kriege nicht, ich will diese Manipulation nicht, diese Lügen. Sie machen das für Geld. Das sind gekaufte Büttel, Hofberichterstatter, die keine Ideale haben. Das ist der große Unterschied. Aber Techniken und wie man sich artikulieren muss und visualisieren muss, das habe ich von den Mainstream-Medien gelernt. Ich habe die einfach kopiert und die haben ja die Geheimdienste hinter sich, die wissen genau, wie sie die Menschen jetzt manipulieren können. Deine Mitarbeiter, wo dich jetzt quasi ächten, weil du nicht so denkst wie die Herde. Und das ist, eigentlich ist es Wahnsinn, weil sie kennen dich seit wahrscheinlich vielen, vielen Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten, aber auf einmal bist du das schwarze Schaf. Ja, irgendjemand muss es immer sein. Weißt du, man muss auf jeden Fall den runterschlagen können. Und das ist das Schade. Wieso kann man die Menschen nicht versuchen, so zu nehmen, wie sie sind? Wenn irgendjemand, sag mal,
der größte Idiot ist, ja, dann soll er der größte Idiot sein, dann macht er halt sein Ding, dann lasse ich den. Aber ja. Ich muss ja nicht eben eintreten, umtreten und drauftreten. Also das ist einfach, das ist, ich sage einfach mal, wenn das den Menschen bewusst wird, dass wir alle gleich sind, weil du, schau mal, ich meine letzte Frau war aus Russland, ich habe da Menschen kennengelernt, die wollen nichts anderes als wir auch. Dach über dem Kopf, leben können und wenn es gut geht, Urlaub machen, aber nicht die ganze Zeit die Schlinge um den Hals und irgendwann macht es zack, oder? Und ich habe mit Arbeiter, also hatte Mitarbeiter aus so vielen Nationen, keiner von denen ist irgendwie ein Radikaler, der sagt, du, so, egal was die für Glauben haben, politische Ideen, da kann man sich austauschen und dann weiß man, ah, okay, der sieht das so, der sieht das so, der sieht das so, aber es ist ein Austausch da. Und was ich mich frage, ist einfach, wenn ich schaue, das ganz normale Volk, die, egal, über 90%, die wollen in Frieden leben, sie möchten eine Beschäftigung, das wollen sie, sie wollen nicht nichts tun, das wird dir nach 2 Monaten zu langweilig, weil ich habe das zweimal erlebt durch Probleme mit dem Rücken. Mhm. Aber ich bin gerne wieder gearbeitet gegangen, ich wollte auch jetzt 100% wieder, aber mir fällt die Decke auf den Kopf, oder? Ja. Und die wollen eine Beschäftigung, wo man nicht sagt, boah, morgen, ich mag nicht, es ist Montag, ich mag nicht. Wenn du mit Freude arbeiten kannst, dann kannst du doch auch eine gute Leistung bringen. Warum nutzt man nicht die Fähigkeiten der Menschen und setzt sie dort ein, wo sie etwas Konstruktives bringen? Das verstehe ich nicht. Wir haben so viele HR, was sind die da, vom RAF, das sind alle so super ausgebildet. Du musst jetzt das machen, weil sonst kriegst du kein Geld. Zack, 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 verstehst du? Mhm. Wenn man mal fragt, würdest du gerne machen, in die Richtung, und dann sucht man sich einen Arbeitgeber, sagt, hey, der hat keine Ahnung, aber der ist voll Enthusiast, der möchte das gerne machen. Ja, dann machst du Learning by Doing, nur Ausbildung und pfeif mal auf die Papiere. Was brauche ich, ein Diplom, um ein Video zu schneiden, das schlussendlich genauso emotional rüberkommt wie ein, oder wahrscheinlich noch besser als eine professionell abgeschnitten für zig Hunderttausende, wo ich auch für meinen einen bescheidenen Beitrag machen kann, oder? Das ist einfach, ich verstehe. Das wäre das Ziel, wenn man die Menschen dazu bringen kann, oder auch die Chefs oder was auch immer, Menschen da einsetzen, wo man sie brauchen kann, wo sie eingesetzt werden sollen. Oder? Ich, Politiker, keine gute Idee. Das ist mir zu kompliziert, oder? Ja, du musst gut lügen können. Du musst Befehle entgegennehmen können und lügen können. Das musst du. Das. Ich erinnere dich da an die Abmachung mit dem Kleinen. Wir lügen einander nicht an. Und das ist ganz einfach. Ich halte mich daran. Ich lüge nicht. Mhm. Das finden alle Frauen super. Aber dann kommen sie vom Coiffeur, also vom Friseur und sagen, na, was meinst du zu meiner Frisur? Und dann sagst du, ich sehe nicht. Das ist Teufel im Dach. Dann wollen sie angelogen werden. Dann ist es wieder besser, wenn man sagt, ja, sieht super aus. Dabei hat er mal so einen Spitzen geschnitten, kostet so und so viel Euro. Oder? Aber es geht doch einfach darum, dass man miteinander ehrlich umgeht. Weil ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Leben, wenn du etwas lügst, dann braucht es irgendwann mal, musst du dich konzentrieren, die nächste Unwahrheit, du musst das immer, die Lüge verteidigen. Und das Gegenüber ist ja auch nicht so doof, dass es das nicht merken kann. Im Moment, er hat doch vor 2 Wochen was ganz anderes gesagt. Und irgendwann fliegt die Lüge auf. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je später sie auffliegt, desto schlimmer. Also, ich mache jetzt hier Scheiß, dann sage ich, hey, mir ist das passiert, tut mir leid. Ja, wenn ich da, ja, du weißt du so und so, nee, Mann, du hast mich jetzt 1 Jahr lang angelogen. Wie kommt derjenige sich vor? Was für Arbeit brauchte ich 1 Jahr lang, um den anzulügen? Das ist mir zu anstrengend, sorry. Darum, wenn sich jemand mit mir abgibt, ich sage offen und ehrlich die Antwort. Ich bin unterdessen so weit, dass ich sie auch schonend anbringen kann. Früher war ich da nicht so. Und ich sage mal einfach, versuche es auch als konstruktive Kritik machen oder als echtes Lob. Aber das, was ich rübergebe, das versuche ich, das kommt von mir.
Und ich muss mich nicht in 2 Monaten erinnern, was habe ich da noch gesagt? Ich habe damals das und das gesagt. Ja, ich bin auch dazu gestanden. Hat sich jetzt was geändert? Dann passe ich mich auch an, dann sage ich, ja, damals war es ein Irrtum. Und ich habe gesehen, die Entwicklung stimmt, du hast recht. Aber das kommt nur, wenn ich anderen auch zuhöre. Ja, finde ich einen guten Ansatz. Also die Ehrlichkeit währt am längsten. Und die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Und da sind wir jetzt wieder angekommen, wieder mit der Politik. Sie lügen und machen und tun und sie bekommen diesen Geist, diesen Freiheitsgeist einfach nicht mehr aus der Flasche. Ich meine, gestern Wien, hast du das mitverfolgt? Was waren so deine Gedanken, wo du diese unglaublichen Bilder aus Wien, aus Österreich gesehen hast? Meine Gedanken waren, das war genial. Nummer 1, so viele, ich sag mal, Menschen, die ein Ziel hatten. Kurz muss weg, Regierung muss weg, Friede, Friede, nicht Friede, Freude, Eierkuchen, wie hieß es? Friede, Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Genau, jawohl. Die ganzen Menschen hatten ein Ziel. Und ich muss das nochmal sagen, was die Polizei geleistet hat, Chapeau. Das ist Polizei, dein Freund und Helfer. Das Volk möchte etwas sagen, okay, wir sind für euch da, wir beschützen euch, ihr könnt das sagen und wir helfen euch und nicht, es wird unterdrückt, unterdrückt. Frag mich nur einfach, warum hat die Polizei nicht so gehandelt, wie die Regierung es wollte? Ich kann es dir sagen, wieso, aber ich denke, du weißt es selber, oder? Schauen wir mal, was die Geschichte zeigt. Auf jeden Fall finde ich das besser, als wenn irgendwelche Demonstranten mit Wasserwerfer berieselt werden bei 3 Grad und die dann auch noch krank werden und irgendwelche Viren eingefangen hat, die du testen musst. Und es läuft einiges schief und ich hoffe mal, die Korrektur kommt ziemlich schnell. Und wenn unser Bundesrat schon dabei ist, dann soll er doch einfach mal den ganzen Laden alles zumachen. Ich möchte mal sehen, die Skigebiete, zack, zu, schöner Tag, du, das Rebellion in den Alpen. Oder sogar Lebensmittelgeschäft. Weil, kannst du dir das erinnern, Weihnachten, Neujahr waren doch 4 oder 5 Tage Sonntag. Am Sonntag darf man nicht aufhaben, oder? Ja, da sind Leute, die haben sich eingekauft, ja, morgen ist, dann ist Freitag, dann ist Samstag, ja, und dann kommt... Der Freitag war ein Feiertag, Sonntag. Samstag ist ein Feiertag. Am Sonntag darf man eh nichts aufmachen, oder? Nicht mal in der Tanke Zigaretten holen oder was. Du, da kann man einige ins Nachgrübeln, weil mit 4 Tagen aneinander nicht einkaufen können, schon kommen drehen die am Rad. Darum so eine Woche, 2 Wochen Lockdown total zu. Das wäre mal cool, weil dann wissen die Leute, dass, ey, stopp, da stimmt was nicht. Es gibt ja auch die Möglichkeit, ein ganzes Land, eine Woche lang, keine LKWs fahren. Ja. Weißt du, was das ist? Ja. Also heute sind wir ja so schnell. Erster Tag ist alles noch gut. Am zweiten Tag, ja, da fehlen die Frischprodukte, kriegst du keine neuen Bananen mehr. Und irgendwann fängt es an, der Dieseltank ist leer, also Benzintank in der Tankstelle. Irgendwann kriegst du nicht mehr, Müllabfuhr wird nicht abgeholt. Ins Geschäft einkaufen kannst du sowieso nicht. Und das ist dann das Ganze über eine Woche, Montag bis Freitag. Und dann sagst du Samstag, Sonntag, heißt eh Wochenende, ich mag nicht arbeiten. Und dann kannst du am Montag auf die Straße gehen mit dem LKW und du wirst sogar vorgelassen von dem PKW, weil die sind, jeder ist froh, dass überhaupt noch einer fährt, weil dann wäre alles so unten, da gibt es nichts mehr, da läuft nichts mehr. Aber das ist ein Wunschtraum, dass da alle Spediteure mal mitmachen würden. Aber das wäre mal cool. Das wäre mal von unten herauf, wir machen so und ein richtiger Lockdown, das kommt von oben an, das ist legal. Ja, warten wir mal ab. Ich sage einfach, wenn Brot und Spiele nicht mehr funktionieren, dann gehen die Leute auf die Straße, dann haben sie auf einmal die Motivation. Weil hören, die Leute wollen ja nicht hören, sie sehen ja die Fakten. Sie können Telegram installieren, sie können sich die alternativen Medien anschauen. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache, die Manipulation, die gleichgeschalteten Medien, die Strafen des Regimes. Also die Menschen haben mehr Angst vor den Strafen als vor einem imaginären Virus, der nicht in der Relation ist. Ich meine, den Virus als solches gibt es, aber es ist nicht dieser Killer-Virus, wie suggeriert. Also die Fakten.
Fakten sind da, aber die Leute sagen immer noch, ja, es machen ja alle mit, also muss ja was dran sein auf gut Deutsch, oder? Ich müsste mich ja dann anstrengen und da mich durchlesen, informieren. Wenn, dann bitte so ein 2-3-Minuten-Video, das wäre dann angenehm und nicht da 10 Minuten, das ist schon ein bisschen mühsam. Ich habe auch nicht so viel Zeit. Also ich muss da nochmal sagen, die hätte eigentlich nichts Besseres passieren können, als dass du aus dem Hamsterrad rausgeworfen wurdest. Weil ich glaube nicht, dass die Wirtschaft so überleben wird. Das Hamsterrad, ich sag mal so, ich war nicht so drinnen im Hamsterrad. Ich habe den Job gerne gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, es hat Spaß gemacht. Sonst hätte ich gar nicht die Energie gehabt, nebenbei Videos zu schneiden, recherchieren, Telegram-Kanal, YouTube-Kanal. Also das ist echt ein vielfältiges Programm. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, das Ganze, wie sagt man denn, nicht so krass zu machen, dass die Menschen langsam anfangen nachzudenken, ja stopp, ich meine, das ist ja unser Job, sie möglichst zu informieren, schau mal, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Mhm. Die erste, zweite Gewalt, dann die vierte ist die Presse, die arbeiten alle miteinander. Und dann ist doch so, die Presse sagt, was die sagen, die Richter sagen, was die Polizei sagt, was egal wo. Das ist, früher gab es 3 Gewaltentrennung, die Gewaltenteilung heißt das so schön. Und die vierte Gewalt, habe ich in den letzten gesehen, freie Medien und kritisch berichten und so, ich merke davon nichts. Und jetzt gibt es halt die fünfte Gewalt. Und ich denke mal, das sind wir und das Volk, die miteinander umgehen, miteinander reden können. Und da sehe ich einfach eine schweigende Mehrheit. Die trauen sich nicht zu sagen, weil sonst bin ich ja so ein Verschwörungs-Covid-Idiot und hast du nicht gesehen? Corona-Leugner, Covid-Idiot, ich wurde als Covid-Idiot bezeichnet, alles Mögliche. Und ich möchte die auffordern, die sich nicht trauen, was zu sagen. Sucht euch in eurer Umgebung Menschen, weil mir ist das ist ganz einfach. Du trittst jemandem gegenüber und wenn der eine Maske anhat, dann weißt du gar nicht, ist er so. Das siehst man nicht nach, ob er freundlich lächelt. Mhm. Also, ich habe keine Maske an, dann sehe ich an den Augen schon, oh, das ist ein tödlicher Blick oder hallo, freut mich. Wenn man aber miteinander redet, merkt man, es gibt so viele, die gleicher Meinung sind, aber sie wissen nicht, wie damit umzugehen und jeder hat das Gefühl, ich bin allein. In Chur war ich alleine. Dann habe ich jemanden kennengelernt, der hat mich angerufen und gesagt, ja, du, weißt du, ich mache das anonym hintenrum, wir wollen dich kennenlernen. Ja, wir müssen in Chur was tun. Dann haben wir irgendwann mal Demos gemacht, so im Frühjahr, ist dann auch eingeschlafen, weil die Churer sind echt schwierig zu bewegen. Spielt auch keine Rolle, jede Stadt dasselbe. Es geht einfach darum, es irgendwo ankurbeln. Und es gibt hier, ich bin in ein Geschäft rein, sehe die Verkäuferin ohne Maske hinter der Plexiglasscheibe. Das fällt auf, weißt du? Da habe ich gesagt, Entschuldigung, jetzt mal im Ernst, warum haben Sie keine Maske an? Sagt sie, ich habe einen ärztlichen Attest. Und dann sagt sie, warum du? Sagt, ich bin befreit. Also, okay. Sagt, aber jetzt im Ernst, ich bekomme von dem Zeug so Ausschlag, so, oder sie sagt, ich habe die Schnauze voll. Ich habe dem Chef gesagt, so nicht. Oder? Ist Respekt vor dieser Frau, weil das traut sich niemand oder wenige. Die sagen einfach, sehr wenige. Man muss es halt machen, man muss es halt machen. Wenn man einfach sagt, hey, stopp bis hierhin und nicht weiter. Wenn du Angst vor mir hast, weil ich keine Maske habe, halt Abstand. Kein Problem. Deine Entscheidung. Aber bevormunde mich nicht, weil ich bin leicht über den Kindergarten raus. Und da wenn ich schon Kindergärtner nicht bevormunde, sondern ihm erklären kann, wie das Ganze läuft, wie man etwas macht. Ich muss dem nicht sagen, du musst das jetzt so und so. Ich sage, hey, hör mal zu, hilf mit abwaschen. Warum? Sag, damit ich nichts zu tun habe und du nicht langweilig vor Langeweile da Blödsinn machst. Komm, zusammen Blödsinn. Da macht er mit, da hat er Spaß. Wieso können wir das nicht machen? Die Menschen haben das verlernt, miteinander zu kommunizieren. Das ist nur noch. Ja. So, mein Guter, jetzt gehen wir mal auf die Fragen ein. Liebe Freunde in der Community, also wir haben 1300 Zuschauer auf D-Live. Bitte Livestream überall nochmal teilen, teilen, teilen in alle Telegram- und WhatsApp-Gruppen.
und Telegram, Facebook und was es alles gibt. Und natürlich auch alle auf YouTube. Bitte den Daumen hoch auf YouTube und bitte eure Fragen in den Telegram-Chat reinstellen. Ich habe extra einen Post gemacht auf Telegram, nämlich bitte eure Fragen an WDQ hier reinstellen. Ich mache das jetzt immer so, weil das ist für mich tausendmal übersichtlicher, als wenn ich das aus vier, fünf verschiedenen Chats raussuchen muss. Das heißt, wir beginnen die Fragerunde und ihr könnt natürlich noch weitere Fragen an den lieben Werner aus der Schweiz stellen. Alezintra fragt, hätte schon mal eine Frage, ob das öffentlich gut ist, müsst ihr entscheiden. Aber wissen wir irgendwas über die Schweiz, so sprich aufräumen, Bunker, läuft da was? Aufräumen, Bunker, läuft da was? Das ist dasselbe wie. Ist noch an? Ja. Ja, ich höre dich. Bin gerade ins Kabel gekommen. Das ist überall dasselbe. Das sind Spekulationen. Was auffällt, ist, wir haben sehr viel Flugverkehr, Helikopter und so. Und zwar vor dem Winter. Im Winter haben wir die Rega, die immer wieder mal fliegen muss. Das war so. Es hat schon mehrere Erdbeben gegeben. Meistens verpenne ich, ich kriege das gar nicht mit und ich habe sogar eins gespürt. Und dann habe ich mitbekommen, ja, das ist irgendwo hinten in Glarus und so. Dann kommt schon, ja, da ist ein Flugplatz und da haben sie was gesprengt. Keine Ahnung. Die Zeit wird es zeigen, was da alles gemacht wurde oder für was das gut war. Wir sind sicher nicht befreit von dem ganzen Zeug, so wie es ausschaut, haben wir sogar eine große Verantwortung. Und die, die da mitmachen, die müssen sich ihrer Verantwortung irgendwo mal stellen, wenn das wirklich so rauskommt, was es heißt, dass die Schweiz, ich sag mal, so ein Zentrum ist für alles Mögliche. Nicht gut, das wohl verstanden. Ja, dann schauen Ramona wir mal. Wuttke fragt, weitere Frage ist, rechnet jemand am Mittwoch, Donnerstag mit einer Schachfigur namens JFK? Es ist sehr schwierig. Das ist so ein, ich sag mal, ein Q-Traum. Dass das kommt, kann ich mir nicht vorstellen. Wobei, wer hätte vor einem Jahr gesagt, in einem Jahr sind wir so weit wie jetzt. Momentan ist echt nichts mehr unmöglich. Also, wie gesagt, ich sage da immer wieder, hoffe das Beste. Aber erwarte auch das Schlimmste. Micha B. schreibt, meinst du nicht, dass wenn Biden eingeschworen wurde, dass alles vorbei ist, hab so das Gefühl, wenn er vereidigt ist, haben sie die volle Kontrolle über Gerichte etc. So davor oder vorbei? Was meint ihr? Also ich bin der Meinung, wenn der Biden eingeschworen ist, dann wird es schwierig, denn Trump hat eben gesagt, er will den Sumpf trockenlegen, oder? Und was ich gesehen habe, er macht das auf eine, ich sag mal, legale Art. Das ist zeitintensiv wahnsinnig. Und die Gegenseite, die ballert einfach mal durch die Medien raus. Inwieweit ist hintenrum alles vorbereitet, dass man den Sumpf trockenlegen kann? Oder wenigstens so aufzeigen, dass die Menschen sagen, ey, stopp, jetzt ist Feierabend, da stimmt was nicht. Bei der Vereidigung, wenn der vereidigt ist, die haben ja, ich weiß nicht, kenne mich da so nicht genau aus, vielleicht weißt du da mehr, aber stell dir vor, ein Präsident ist vereidigt, zack, 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 kann man den einfach nur so packen, hey komm, der hat doch, wie sagen wir, politische Immunität. Was hat er jetzt? Nichts. Und als Präsident, das ist so, das ist ein Staatsstreich. Da musst du doch den Staatsstreich in dem Augenblick machen, bevor du den Häuptling an die Spitze setzt. Das ist meine Überlegung. Ich verstehe nicht, warum nachher. Aber wenn du Du sagst hast nachher. davor, dann könnte ja der 20. davor, bevor er vereidigt wird, ja wirklich der Punkt sein, wo ihn vielleicht packt. Das könnte ein guter. Wie gesagt, die Indizien sehen so aus, egal wo man da hinschaut. Die sehen so aus, dass am 20. ordentlich was los ist, weil die gehen nicht einfach die Stadt so absperren wie noch nie bei einer Amtseinführung. Dabei kommen so wenige wie noch nie. Also was ist da los? Die Absperrung ist einfach meine Frage, sind die gegen außen oder gegen innen? Ja, die Bilder habe ich auch gesehen.
Und dann schauen wir mal, also was wird, 20. ist der Mittwoch, gell? Ja, genau. So, Benny fragt, Benny fragt, warum Demos, bringt das was? Meiner Meinung nach, es bringt nichts. Was ist so deine Meinung dazu? Doch, die Demos bringen was, und zwar nicht jetzt unbedingt politisch. Die bringen das, die bringen da was, damit die Menschen sehen, hey, ich bin nicht alleine, die denken auch so. Ich war nie auf einer Demo. Und bei Corona habe ich das erste Mal gesagt, okay, ich gehe jetzt auf eine Demo. Ich habe sie selber organisiert. Wir waren nicht viele in Chur, aber wenn schon, dann mache ich es friedlich und ich will keinen Ärger haben, die Leute aufzuklären. Und aus dieser Truppe von, das waren wir da am Anfang, das erste Mal 10 Leute, sind unterdessen sehr viele geworden, die mitmachen. Da kommen neue Menschen dazu, die haben vor einem Jahr gesagt, ja, du weißt, ich schicke dir brav einen Link, aber ich darf nicht wegen meinem Job. Die machen jetzt auch mit. Aktiv, sie helfen mit, sie sammeln Unterschriften, sie machen das. Das ist auch, bringt die, wie heißt das, die Petition? Also, das Referendum meinst du? Ja, Referendum. Bringt das was? Jein. Jede Unterschrift, die Menschen sind unterwegs, sie klären auf, schau mal, das passiert mit unserem Staat, so weit sind wir. Das ist doch, ich sag mal, eine Informationskampagne, ob die Unterschriften dann zu einer Abstimmung führen und die Abstimmung wird umgedreht und was auch immer, spielt keine Rolle. Es geht darum, es ist ein Aufwachprozess und all das ist ein Mittel dazu. Mhm. Du bist ein Mittel dazu, ich mache meins dazu, die Unterschriften sammeln, die Beiträge im Internet veröffentlichen, die recherchieren, das ist alles ein Netzwerk komplett für Informationen. Ob es was bringt, spielt keine Rolle. Es geht nur darum, Leute zu informieren, damit sie aus, bin ich allein und es werden immer mehr. Das ist sichtbar, weil du hast ja auch Telegram und wenn du jemanden eine Nummer gespeichert hast, dann siehst du, ah, der ist beigetreten, ah, du bist auch schon dabei, schön. Und in den letzten Tagen kamen da einige Kontakte dazu. Die wissen noch gar nicht, dass ich das bei Telegram bin. Aber ich, durch das, dass ich ihre Nummer gespeichert habe, hat Telegram installiert, ist jetzt auch dabei. Ja, es ist ein richtiger Exodus mittlerweile. Also viele Leute, die ich vor Jahren mal irgendwie gesehen habe, vor allem neu bei Telegram, ist lustig, die kapieren langsam, irgendwas ist komisch. Ich tue mir mal sicherheitshalber Telegram installieren, weil wenn wir wirklich nichts mehr zu fressen haben, dann ist jeder sich selbst am nächsten. Und ich denke, das erleben wir gerade. Ja. Und drum, ich versuche meine die Infos, die ich bekomme, selber erarbeite, wie auch immer, die haue ich auch auf den Telegram-Kanal raus. Übrigens, ich mache jetzt auch mal Werbung bei Telegram WDKur Schweiz. Das ist ja, der Kanal. Kann ich nochmal schnell reinstellen? Moment, WDKur Schweiz. Du hast mir vorhin eh schon mal geschickt, den Kanal. Ja, den Link hast du da irgendwo. Genau, und ich nehme deinen Link. Ich sammle alles. Also ich habe alle, nicht alles im Kanal rein. Ich versuche möglichst rauszupicken, was interessant ist, was einem zum Nachdenken anregt. Und ich habe dann halt auch meine lustigen Momente, dann kommt auch mal einfach was zum Lachen. So. Sehr gut. Also ihr Lieben, ich habe den Telegram-Kanal von Werner von WDKur noch reingestellt. Könnt ihr gerne abonnieren. Ich glaube, du hast auch schon 11.000 Abonnenten, gell? Ja, so und das rum. Das ist auch eine stolze Summe als Telegram-Aktivist, weil das musste man noch hinbekommen hier, so eine Summe. Also das ist sehr, sehr gut. Ja, in letzter Zeit sind es immer plus minus etwa gleich, aber du, ich habe lieber 11.000, die das lesen, als 100.000, die das einfach, ja, der hat was gepostet. Oder das, weißt du, das drüber scrollen schnell. Mhm. Und ich habe 2 Chatgruppen, die sind auch da, die sollen miteinander diskutieren und möglichst nicht streiten. Und das funktioniert schon ganz gut. Also die sind schnell mal auf den Nenner gekommen, hey, das bringt nichts, wir können uns unterhalten, austauschen. Ich sage einfach immer, Respekt, Anstand und keine Beleidigungen. Da kannst du hier alles sagen, aber mit Respekt und Anstand und nicht jemanden beleidigen, egal wer es ist.
So, zur nächsten Frage, Patrick Meyer. Ist es möglich, in der Schweiz sich abzuspalten oder sind wir gebunden an die Schweiz sozusagen? Abspalten inwiefern? Das frage ich mich jetzt gerade auch. In der Schweiz sich abzuspalten, vielleicht die Regionen. Ah, Aber so, das wird schwierig. das glaube ich auch Also, nicht. was ich kann mich abspalten, irgendwann sage ich, wisst ihr was? Tschüss, wir haben sehr viel Wald und dann gehe ich im Wald leben, dann spalte ich mich ab. Aber sonst, also so wie zum Beispiel Bayern, wir sind ein, wie heißt das, ein Königreich, oder wie gehen das? Bayern ist Königreich, gell? Oder nicht? Da befragst du mich jetzt. Bayern ist ein Einfach, ja. Freistaat. Freistaat, genau. Dass die sagen, wir sind wieder Freistaat. Was war Texas? Wir wollen raus, so abspalten. Das, aber hier in der Schweiz, wir sind schon so lange zusammen, schon mal 1291 gegründet, Graubünden 1803 dazugekommen. Du, wenn du da so lange dabei bist, dann sagst du, ist Gewohnheit, das ist wie eine lange Ehre. Ja, Irgendwann es sagst du, ist auch ein komm, Unterschied, weil bitte. wir Föderalismus haben und direkte Demokratie. Das kompensiert natürlich auch viele politische Prozesse. Und dementsprechend sind die Leute Die, auch generell ein bisschen zufriedener. ja, wir haben eine direkte Demokratie. Das ist, von, wenn man sich anschaut, wie es läuft, ist das so genau, genauso direkt wie in Deutschland oder Ja, sowas. natürlich, natürlich. Das Nur schon. sieht es bei uns besser Gleichgeschaltete aus. Medien. Wir haben besseres Marketing Ja. für die Und Schweiz. wir haben Genau. einen höheren Wohlstand, eine geringere Arbeitslosenquote und wir sind nicht in der EU. Das sind schon noch Faktoren, die Genau. auch stabilisierend wirken, nebst dem Puffer der direkten Demokratie und des Föderalismus. Könnte das nicht nach hinten gehen und China wird schneller eine Weltmacht, wenn in Amerika ein Bürgerkrieg wäre? Ja, klar, eindeutig. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Die Frage ist einfach, Weltmacht, lässt sich dann Russland auch alles gefallen? Ich meine, China ist ja nicht nur alleine da, die haben schon sehr viel Einfluss und so, aber da gibt es ja auch noch Russland und Indien, wenn die unter der Knute stehen von China. Also ich glaube nicht, dass es das Ziel sein kann, von einer Abhängigkeit in die andere zu kommen. Also, das denke ich mal, ist, ja. Dann eine Wichtig ist, wenn weitere. es keine Weltmacht gäbe. Ja, also von der monopolaren zur bipolaren Weltordnung. Und das hat sich ja jetzt schon gewandelt. Das haben ja auch eben diese westlichen Oligarchen gesagt, dass auch Merkel, dass eben nicht mehr die alten Siegermächten des Zweiten Weltkriegs herrschen, sondern mittlerweile es sich verändert hätte. Und das ist ganz klar ein Wink Richtung China gewesen, weil China einfach eine Weltmacht jetzt geworden ist. Was hat die Schweiz Ja. jetzt für Möglichkeiten? Weil ich sehe rot, wenn ich die Weißback sagt mir, wir impfen bis Ende Jahr alle. Tja, das Einzige, was die Schweiz eine Möglichkeit hat, wie alle anderen, dass die Menschen sagen, stopp. Ja gut, die sich impfen lassen wollen, macht das. Wichtig ist, mir, weißt du, ich nehme mir nicht raus, man muss es so machen. Es soll aber frei sein und nicht pseudofrei. Das heißt, wenn ich mich nicht impfen lassen möchte, dann möchte ich trotzdem noch fliegen können, damit ich trotzdem über die Grenze können oder irgendwann sogar vielleicht noch einkaufen, wenn das überhaupt noch geht, und nicht am langen Arm verhungern lassen, nur weil du dir keine Impfung machen lässt. Das ist kein Impfzwang oder Impfpflicht, aber du wirst so eingeschränkt und das darf nicht sein. Es soll frei sein. Für jeder, der Angst hat, und sagt, ich will das, ich mache das. Okay, das ist seine Entscheidung. Ob es gut ist oder schlecht, das wird er dann selber erfahren. Aber dass man nicht einfach die Menschen dazu nötigt, du musst, ansonsten da, und die Schlinge um den Hals wird immer enger. Das finde ich nicht gut. Was hat die Schweiz für Möglichkeiten? Wie Deutschland auch. Das Volk muss sich aufklären. Es muss mal aus dem Couch rauskommen, mal aufstehen und aus der Türe raus und ein bisschen nachdenken. Wir sind nicht Covidioten, Verschwörungstheoretiker. Das Einzige, was ich bin, ist nachdenklich. Ich bin nicht ein Querdenker und was auch immer, was die alle denken, sondern ich bin nachdenklich. Und ich denke einfach mal nach, was ist da los? Ich sehe da etwas und sage, okay, Moment,
da kommt was anderes, das ist das Gegenteil. Und dann fange ich an nachzudenken und nachzuschauen, nachzuprüfen und renne nicht gerade jede Schlagzeile hinterher, die gerade durch die Presse gejagt wird. Gut, nächste Frage, habe ich schon vorbereitet. Frage, wo sind die Ankläger, die diese Verbrecher wegen Verbrechen an der Menschheit vor das Menschengericht bringen? Ja, die suchen wir alle noch. Hm. Also die Ankläger. Weil die, die momentan anklagen können, wollen nicht. Die, die anklagen würden, dürfen nicht. Also irgendwas muss mal passieren. Und ja, wie ich schon gesagt habe, schauen wir uns den 20. an bis zum 30. Und wenn das schlimmer wird, dann macht euch bereit für den Februar, vermute ich mal, dann ist die Tendenz noch schlimmer und dann müsste es eigentlich besser werden. Müsste. Mal schauen, aber in welche Richtung. Great Reset gut oder Great Reset schlecht? Gut. Remo Brocci fragt, kommt ihr auch mal nach Basel für eine Demo und wo kann man die Daten von Demos holen in der Schweiz? Es gibt da eine Seite, ich habe sie gerade nicht offen, aber es gibt, schau mal, in Telegram gibt es Demo-Termine und irgendwo, ich weiß es, Demo-Termine, das ist eigentlich eine deutsche Seite, aber da, wenn man was hat, kann man das da melden und die Demo-Termine, die kommen da auch immer wieder rein. Also ich habe zwei Kundgebungen, Termine, Demos oder Corona-Demos, Termine. Ja, muss einfach mal reinschauen. Demo-Termine. Das ist beide viel zu klein. Ich glaube nicht, dass es einer von denen ist. Also was ich empfehlen kann für die Schweizer, sind sicher die Corona-Rebellen, also Corona-Rebellen-Chat, das ist der hier. Corona-Rebellen-Chat, müsste eigentlich auch gleich aufpoppen, Corona-Rebellen-Chat. Also die, für die Schweiz. Achtung, ich sag dir gerade, wie das Ding heißt. Mhm. @demotermine-chat, ich schicke dir schnell den Link. Also, so. Das ist ein Chat. Abonnenten. Ist das? Ah, da. Doch, er heißt Demo-Termine. Dann kannst du ihn verteilen. Boah, dann ist er wieder nur in die Liste gerutscht nach unten. Ignaz. So, jetzt habe ich ihn bekommen und den stelle ich natürlich. Das sind 22.000 Abonnenten und da machen sie immer. Wenn man in Telegram @demotermine zusammenschreibt, findet man es einfach. Also, liebe Freunde, ich stelle ihn gleich in den Ignaz Bär Chat rein. Demotermine und Kontakte, da sind 22.000 Menschen drin. Es gibt so viele Telegram-Kanäle, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe selber nicht mehr den Überblick. Aber ich trete mal bei, dann habe ich da wieder mal die aktuellsten Daten. Also, danke vielmals, ich habe es mal reingestellt in den Chat. Und da könnt ihr euch dann anschließen, auch für die Schweiz. Mir ist aktuell ja nur ein Termin in Zürich bekannt, wo einer spazieren gehen will. Und in der Zentralschweiz war ja die letzte Demo in Schwyz. Uri, Obwalden und Nidwalden, glaube ich, irgendwie sowas in die Richtung. Das war so die letztgrößere Demo mit 400-500 Teilnehmern. Das ist ja auch immer beschränkt, muss man auch dazu sagen. Aber die war gut organisiert. Und in der Schweiz sind schon viel, gell? Mhm. Muss man auch sagen. Das ist für unsere Verhältnisse momentan viel. Wir haben aber auch nicht so die Demonstrationskultur wie andere Länder, das muss man auch dazu sagen. Wir sind viel konservativer, viel zurückhaltender, die Schweizer. Ja, aber ich muss dir ja nicht sagen, wie die Schweiz entstanden wurde, oder? Für die Deutschen, die das nicht wissen, ihr kennt ja den Wilhelm Tell, der dem Junior den Apfel vom Kopf schießen musste. Das ist eigentlich so. Die Schweiz wurde von den Habsburgern so drangsaliert und gemacht und so, bis das ausartete, dass sie gesagt hat, stopp, bis hierhin noch nicht weiter. Und dann haben sich drei auf dem Rütli getroffen und gesagt, hey, wir machen jetzt mal was. Daraus hat sich mehr entwickelt, wie gesagt, der Einzelne, der kommt mehr. Und irgendwann gab es mal so, sagen wir so, die Revolution, zum Beispiel Schlacht am Moorgarten, da kamen die Truppen, also die schwer bewaffneten gegen die Guerillakämpfer, wenn man das so will, die Bauern und so mit ihren Hellebarden. Und die haben die Habsburger aus dem Land gejagt. Also das war damals echt eine heftige Zeit. Dann haben die gesagt, oh stopp,
bei uns gibt es keine Fremdbestimmung mehr. Haben wir das noch? Passiert das irgendwann wieder? Ich hoffe mal nicht, dass die Leute aus der Schweiz rausgeworfen werden, sondern dass das ein bisschen zivilisierter zugeht, anstatt mit Hellebarde und Knüppel und so. Ich denke mal, wir sind noch reifer geworden. Aber der Ursprung der Schweiz ist eigentlich mal, sag mal, eine Revolution, oder? Von unten herauf. Ja, und das streben ja wieder an, aber auf friedlichem Wege. Aber die Frage ist natürlich immer, inwiefern lässt auch der politische Gegner zu? Also die einen, wo immer sagen, ja, wie viele Menschen werden sterben? Es liegt nicht an uns, es liegt am Gegner. Wie viel er bereit ist, schlussendlich zu töten, weil wir sind ja nicht die, die unterdrücken, manipulieren und töten. Das ist der politische Gegner, der gleichgeschaltet über die Länder, über den Westen, mittlerweile über den ganzen Globus mehr oder weniger herrscht, obwohl Russland und China schon auch historisch bedingt noch Gegenplayer waren, sage ich jetzt mal. Ich meine, die NATO expandiert ja immer noch weiter Richtung Russland, also das Kapitel ist definitiv noch nicht beendet. Russland wiederum extrem eng verbündet mit China, auch da interessant, ob sich vielleicht Russland und China irgendwann mal spalten oder das alles nur ein Schein ist. Du, mal schauen, aber wegen dem Sterben ist es doch ganz einfach. Schau mal, mit den Statistiken, die um sich herumgeschlagen werden, ich kann dir eins sagen, eine unverfälschte Statistik, und die kann niemand fälschen, und wenn sie jemand widerlegt, dann lerne ich dazu. Aber es ist ganz einfach. 100% der Menschen, die bis jetzt gelebt haben, sind gestorben. 100% der Menschen, die jetzt noch leben, werden sterben. Okay? Ich kann mir jetzt den Rest meines Lebens, egal wie lange es dauert, 2 Wochen oder 20 Jahre oder viel mehr mag ich dann auch nicht mehr, aber ich kann mir jetzt in Angst leben, dass ich irgendwas bekomme. Ich sage mal das Beispiel meiner Mutter. Sie wurde 2-mal auf Corona getestet. Kein Corona. Geht ins Spital wegen Lungenentzündung. Muss man nachschauen. 2 Wochen später ist sie tot wegen Krebs. Da konnte man nichts mehr machen. Das ging so runter. Wer hätte sie Angst gehabt vor Corona? Ja, und dann stirbst du an einem Krebs innerhalb von 2 Wochen. Du kannst vom Auto überfahren werden, klar, das ist das Allgemeine. Du kannst vom Flugzeug abstürzen, du kannst an allem sterben. Mit Sicherheit ist, du stirbst. Frage ist einfach, der Rest von deinem Leben, willst du denn in Angst leben? Oder sagst du einfach, ich genieße das, was ich habe. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, aber was ich habe, das genieße ich. Mit Menschen, die mir gut tun, mit Menschen, für die ich einstehe, die gut tun, und wenn sie mir nicht mehr gut tun, dann gehen sie weg. Das ist okay, es kommen andere, das ist kein Thema. Aber muss ich in Angst leben vor irgendetwas, was vielleicht kommt, und dann kriege ich einen Herzinfarkt. Ich habe Angst vor einem Autounfall, ich fahre nie Auto, was werde ich? Ich steige aus dem Bus aus und zack, vom Auto überfahren. Ja, toll. Das sind so Sachen, die sollte man sich einfach mal nachdenken. Wie viel Angst habe ich davor? Da gibt es von Daniel Ganser ein ganz gutes Video, Daniel Ganser, glaube ich, in Wien. Und dann erzählt er auch über die Angst, was man machen kann gegen die Angst. Und ich ertappe mich auch immer wieder mal, ich habe nicht Angst, aber irgendwann, dann packt es dich und dann sagst du, oh, hey, stopp, ganz langsam. Ja, das sind wir eigentlich wieder bei dem Thema, oder? Wer keine Angst hat, lässt sich auch schwerer lenken, und von dem her ist diese Liebe oder dieses positive Denken extrem wichtig. Wer nichts zu verlieren hat, der ist am stärksten. Es kommt immer darauf an, wo ist deine Verlustangst? Also es gibt Wirte, die haben nichts mehr, aber sie haben Angst. Ja, wenn ich jetzt aufmache, dann bekomme ich eine Buße. Dann komme ich ins Gefängnis. Ja du, was willst du noch machen? Es gibt solche, die sagen, ja, bis im März kann ich noch durchhalten. Und dann wird es kritisch. Es gibt solche, die können schon nicht mehr die Miete bezahlen. Die sagen, das muss ich sagen, ich mache auf. Oder? Das ist immer, wo ist dein Level? Jetzt ist Schluss. Und das muss jeder für sich entscheiden. Aber Angst ist ein schlechter Ratgeber. Manchmal braucht es einfach mal ein bisschen Mut. Ich meine, wenn ich überlege, denk mal nach. Ich habe bis jetzt ein Interview gegeben, offiziell. Das ist mit Sam von Sam Soul & Mine, ist ja 9 Monate her. Das war kurz, 10 Minuten. Ich habe jetzt einfach mal den Mut, stehe vor die Kamera und sage, schau mal, ich bin der und der.
hatte viel Spaß, war auch ernsthaft und unterdessen schaue ich mal dann, was ich im Mai arbeite. Also man braucht auch mal Mut. Geht's schief, geht's schief. Geht's gut, geht's gut. Man muss es nehmen, wie es kommt. Und wenn es schief geht, was Gutes daraus ziehen. Das Gute ist zum Beispiel, wir unterhalten uns mal persönlich und nicht nur per Sprachnachricht. Ja, mal ein Dialog. Genau, ja. Und wir sehen uns. Wir haben ja uns ja noch nie groß gesehen, außer die Fotos, wo du mir geschickt hast. Mehr kannte ich ja von dir gar nicht. Und von dem her, ich denke auch für die Community, ich denke, der größte Teil kannte dich gar nicht davor und konnte jetzt auch mal einen Eindruck machen von Werner aus Chur. WD-Chur, wer das ist, wird vielleicht googeln und mal gucken, was Google rausspuckt und wird vielleicht auf den Bericht kommen, vielleicht auf den 10 vor... Hast du das Video von 10 vor 10 über dich? Das würde mich noch interessieren. Telegram, ja. Ja, gerne schicken, weil dann teile ich das mal in den Chat, da können wir das auch mal schnell angucken, weil jetzt haben die Leute jetzt dich, wir sind jetzt auch schon 3 Stunden live, jetzt konnten sich die Leute mal ein Bild, ja, es ist immer so, bei mir geht das wie im Flug, wir haben immer so einen guten Flow, ist super spannend, das ist ein gutes Zeichen, die Leute kennen mich schon, wir haben immer lange Livestreams, aber das ist ja ein guter Indikator, ist ja nicht so, dass es ein Müssen ist, sondern es ist spannend, es ist interessant und man denkt nicht, dass es dann so lange geht oder so lange jetzt schon her ist, dass man streamt. Aber die Zeit geht wahnsinnig schnell vorbei. Ja. Also liebe Freunde, wir gucken uns mal den Bericht an von 10 vor 10. Wie lange geht das Video? 5 Minuten. Ah, perfekt. Das sind gute Häppchen, das sind IG-Videozeiten. 15 Minuten. Das ist perfekt. Jetzt muss ich schauen, bin ich da am richtigen Ort? Ansonsten ist es im Chat drinnen. Achtung. Ja, es ist im Chat. Nee, doch ist im Chat drinnen. Perfekt. Ist nur 261 MB. Jetzt mache ich dich mal schnell lautlos. Dich mache ich lautlos. Also habe ich eine Rückkopplung und Audio Stereo Mix mache ich an. Und dann schauen wir mal Schweizer Lügenpresse, liebe Freunde. Der Stürmer hätte sich gefreut, wenn die mal arbeitslos sind. Vielleicht können die da ja anfangen. Also bitteschön. Gewisse Geschichten halten sich hartnäckig. Die Behauptung zum Beispiel, dass Ärztinnen 4.000 Franken von den Versicherungen bekommen würden, wenn die Todesursache eines Patienten Covid-19 sei. Seit Wochen schon macht diese Nachricht auf Social Media und in WhatsApp-Gruppen die Runde und wurde sogar im Obwaldner Kantonsrat zum Thema. Doch was ist dran am makabren Gerücht einer Covid-Prämie? Zeit für unsere Rubrik Fake Check, in der wir Aussagen aus viralen Videos auf den Grund gehen. Christina Brun und Christoph Schneider. Doctors get more money if somebody dies from COVID. You know that, right? Ob in den USA, in Deutschland oder in Österreich. Die Behauptung, dass Ärzte und Spitäler eine Prämie bekommen, wenn jemand an Corona stirbt, geht viral. Auch in der Schweiz. Vielleicht habt auch schon dir diese Sprachnachricht gehört. Spitäler kommen von den Versicherungen für die ganzen Umtriebe und Zeugen, sagen 4'000 Franken mehr über, wenn sie die Leute als Covid-Tote abstempeln. Darum stellt sich die Frage, ist etwas dran an dieser Behauptung? Und wer verbreitet so etwas? Der Vorwurf ist heftig. Spitäler und Ärzte bekommen von der Krankenkasse eine Prämie von 4'000 Franken, wenn jemand an Corona stirbt. Laut der WhatsApp-Sprachnachricht tun darum Spitäler Todesfälle absichtlich als Corona-Tote deklarieren, um so von der Krankenkasse die Prämie zu kassieren. Das Gerücht, dass es Prämien gibt für Corona-Tote, das stimmt überhaupt nicht. Das ist absoluter Humbug. Ich bin Verena Nold, Direktorin vom Krankenversicherungsverband Santé Suisse. Krankenversicherer zahlen Geld für die Behandlung des Patienten und dazu gehört die Betreuung des Pflegepersonals, der Ärzte, von Medikamenten. Bei Corona-Patienten gehört dazu auch, wenn es notwendig ist, Kosten für künstliche Beatmung. Also alle Geräte und Personalkosten werden der Krankenkasse in Rechnung gestellt. Krankenversicherer zahlen Geld für die Behandlung von Patienten, sie zahlen aber kein Geld für Tote. Das Ganze ist also offenbar ein Gerücht. Trotzdem hat es die Todesprämie-Nachricht bis in den Kantonsrat von Obwalden geschafft
wo der Gesundheitsdirektorin klargestellt hat, dass die Behauptung völlig daneben ist und sicher nicht stimmt. Eine Frage bleibt aber noch. Also ich schalte jetzt mal schnell rüber zu Werner, damit du hier Stellung beziehen kannst. Lügt jetzt die Lügenpresse oder lügt der Werner? Nö, die Lügenpresse lügt nicht, sie erzählt nicht alles. Ich habe immer wieder, ich bin gerade da am was zu trinken und zu mixen. Ich habe einfach in die Kommentare, also unten sieht man immer wieder mal, was ich reingeschrieben habe. Da steht auch Achtung. Und du musst mal schauen, müsste schon nachschauen. Ab dann steht irgendwann mal Achtung, jetzt kommen Sie mit dem Faktencheck. Wer macht das? Was ist da? Und da steht ganz klar, Sie haben mehrere Mal gemailt. Noch einmal. Sie finden die Mailadresse. Es ist eine Wahnsinnsleistung, eine E-Mail-Adresse auf dem YouTube-Kanal reinzumachen. Also da war keine Recherche, das waren zwei Klicks. Das mit dem Bündner-Dialekt. Dann, ich habe dir gerade einen Artikel geschickt auf Telegram, kannst du teilen, bis zu 2000 Euro für Hinterbliebene, wenn Todesursache Covid-19 eingetragen wird. Ja, wenn du auf den Ursprung drauf gehst, das ist in Deutschland, gibt es auch in Deutschland, in der Schweiz. Und wenn du da nachschaust, dann findest du auch, bin ich da auf einem anderen Fenster, da stehst du auch, da, die haben, zeigen richtig auf, hey, ich muss schauen, dass ich im richtigen Fenster wieder bin, sonst sehe ich. Jetzt habe ich kein Dome und kein Bild. Aber er kommt sicher gleich. Er kann ja den Link nochmal anklicken und mit dem dann nochmal reinkommen, wenn er sich rausgeschossen hat. So, ich sehe dich. Hörst du mich? Aber ich höre dich nicht. Wahrscheinlich hast du auf Mute... jetzt höre ich dich. Gut, jetzt bist du wieder okay. Da. Sorry, war der falsche Klick da. Also, da sagt er ganz einfach... Daraufhin habe ich unter den Lesern meines Telegram-Kanals eine kleine Umfrage gestartet, ob ihnen ähnliche Fälle bekannt sind. In der kürzester Zeit bekam ich zahlreiche Berichte, wie mir die Leser schrieben werden, für die Zustimmung der Hinterbliebenen zur Corona-Diagnose bis zu 2000 Euro geboten. Hier ein paar Auszüge aus den Leserbriefen. Du, das ist Gerhard Wisniewski, der das so rausgemacht hat, oder? Das ist nicht irgendwo ein kleiner YouTuber oder Telegram, wie ich, was auch immer bin da. Das sind Sachen, wenn die Menschen zunehmend Gerhard Wisniewski das schreiben und der schaut nach und bringt das offiziell raus, das ist nicht erfunden. Und wenn es das in Deutschland gibt und in Österreich und hier zeigen sich die Anzeichen auch dafür, wer ist doch an einem professionellen Journalisten, das ist ja sein Job, nachzuschauen, hey, was geht da? Und dann müsste die vierte Gewalt sagen, hey Politik, hört mal zu, wir haben ein Problem. Die Zahlen, die ihr bringt, werden da gekauft oder was ist los? Es geht ja nicht darum, stimmt das oder nicht, sondern das Nachfragen. Ja, im Prinzip wird ja auch kein Dialog zugelassen, sondern es ist ein Monolog. Es wird alles zensiert, was nicht der Obrigkeit gefällt. Und das macht schon hellhörig in dieser Gleichschaltung der medialen Berichterstattung. Ja, wenn du das erzählst, du, da gibt es noch eine andere Ansicht und dann wirst du hingestellt als Verschwörungstheoretiker, Schwurbler. Gut, das bin ich echt auch alles. Können sagen, was sie wollen, aber eins weiß ich mit gutem Gewissen. Ich lüge nicht. Ich bringe das rüber, was ich sehe, was ich mache und was ich kriege. Ich habe ein Video neu gemacht, das ging ganz krass. Ich bekam wieder eine Sprachnachricht und die ging in etwa so, du schau mal, im Altersheim, ich müsste nachschauen, aber es ging ungefähr um das, der Arzt will, im Altersheim wollen sie in der Schweiz vor der Impfung eine Patientenverfügung. Dann habe ich beschrieben, was eine Patientenverfügung ist und alles Mögliche. Gleichzeitig kommen solche Sachen, wirklich Briefe, die kommen rein. Ich kriege solche Infos. Da muss man ein Video machen.
25. Dezember haben die extra noch ein Interview gemacht mit dem Anwalt, der ist gleichzeitig auch Betreuer. Findest du auf Kanal 3, muss ich einen Link schicken. Aber ich habe dann daraus ein Video gemacht, das 50-Minuten-Video habe ich auf den Kontext zusammengeschnitten, die Beiträge gemacht und dann kommt noch eine Impfung. Die Ärzte verdienen pro Tag, Irrtum vorbehalten, ich muss nachschauen, 1200 Euro. Für die Krankenschwestern, die da arbeiten, gibt es 50 Euro pro Stunde. In Deutschland ist 50 Euro für eine Krankenschwester sehr viel, oder? Ich habe dann das auch mit Humor genommen und gesagt, ja, 50 Euro ist es auch wert, weil das müsste sie bekommen für die Arbeit, die sie machen, oder? Und die ganze Impferei im Altersheim, da ist einfach der Hinweis nicht, macht es nicht, sondern schaut es euch an, Geduld. Das Zeug ist schnell drinnen, aber geht nicht nur einfach raus. Das kannst du nachher nicht rausschwemmen durch eine Kur wie andere Sachen. Wie sagt man dem? Reinigung, weißt du so, Entschlackungskur und so, kannst du viel Gifte wieder rausschmeißen. Das Zeug ist nicht. Und das ist einfach ein Fakt, das momentan passiert. Und die Leute werden nicht informiert. Im Gegenteil, es ging sogar darum, sie werden genötigt zu tun. Du, wenn du willst, dass deine quasi Oma die Impfung bekommt, dann musst du das unterschreiben. Und unterm Strich heißt das einfach Patientenverfügung. Ich bin einverstanden, ich will die Impfung. Stirbt er daran? Bekommt er Aufsicht? Ja, er wollte das so. Patientenverfügung ist mein Wille, wenn es mir schlecht geht, brauche ich für eine Impfung eine Patientenverfügung. Die Verantwortung wird abgeschoben. Und das ist hier in der Schweiz auch so. Das war auch mal eine Sprachnachricht und diesmal habe ich gesagt, nö, du, ich habe sie angerufen und gesagt, schau mal, die Sprachnachricht, ich mache das nicht nochmal, das war übrigens vor dem Faktencheck, Video, habe ich gesagt, ja, wir sehen uns wieder. Und dann habe ich dann auch dem SRF, egal wer, wenn ich solches Zeugs zugeschickt bekomme, ich bin, ich sag mal, wirklich ein normaler Bürger, der sich interessiert. Ich kriege da so Zeug zugeschickt und kann das mal zusammenpacken, überblicken. Liege ich so falsch? Aber das ist doch der Job von professionellen Journalisten und nicht von mir. Ja. Ich bin kein Journalist. Ich bin nur Nachdenker. Und schaue es ein bisschen genauer an und dann sehe ich Gemeinsamkeiten. Vielleicht habe ich da einen Vorteil gegenüber anderen, aber ein Journalist ist da so irgendwie das Minimum, was er haben sollte. Das ist das, was wir vielleicht unter Journalismus verstehen, aber für mich ist das schon lange nicht Journalismus, sondern das sind Propagandisten, Hofberichterstatter, die im Sinne des Regimes und auch des Großkapitals das berichten, was denen genehm ist. Ich sage nochmal, wir haben in der Schweiz 3 Volksabstimmungen gehabt. Ausschaffungsinitiative, Masseneinwanderungsinitiative und Minarettverbot. Die Schweizer haben ganz klar gesagt, wir wollen keinen politischen Islam, wir wollen keine illegale Massenmigration, wir wollen keine kriminellen Ausländer hier. Man hat alles von der Politik bekämpft, gleichgeschaltete Medien, man hat versucht, die SVP zu diskreditieren, immerhin bei 26-31% Stimmenvotum und man hat bis jetzt diese Initiative nicht umgesetzt. Alles im Kontext zum Great Reset. Und das ist das, was mich hellhörig macht. Wir hatten direktdemokratische Prozesse und in diesem Willensprozess wurde der demokratische Willensprozess sabotiert, indem das die Mainstream-Medien nicht neutral berichtet haben, sondern propagandistisch im Sinne der Globalisten. Ja, und dann kommt das Nächste dazu. Wenn man eine Abstimmung macht, dann sage ich ja oder nein. Okay, bei uns wird, das wissen viele Deutsche nicht, wir bekommen dann Abstimmungspaket. Das sind so, ich sage jetzt mal, 3 Themen oder 4. Das eine, das möchte ich haben, weil das ist wichtig. Die anderen, das sind Kröten, die musst du schlucken. Sagst du ja, sagst du zu allem ja. Sagst du nein, sagst du zu allem nein. Die wollen eingeführt werden und da bekommst du dein, wie heißt das, Zückerli, dein Bonbon, damit du ja sagst. Und dann passiert das, die Masseneinwanderungsinitiative, die passt, das wurde angenommen. Das wollen wir. Das andere, okay, das sind Kröten.
Da wird so lange rumgebastelt und rumgewurschtelt, dass das irgendwann mal so macht. Ist nicht mehr da, aber die drei, da gibt man Vollgas. Und das ist das, was mich so stört. Es wird nicht im Sinne von Ja und Nein, sondern du kriegst ein Paket mit schlechten Pillen drin und wenn du das Gute willst, musst du das andere auch nehmen. Das ist immer mit diesen Abstimmungspaketen. Wieso kann man nicht jede Frage einzeln Ja oder Nein sagen? Das sind drei Zettel anstatt vier, oder vier Zettel anstatt nur einer. Macht man viermal Ja, Ja, Nein, 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 wie auch immer. Und dann wäre es genau gut, du kannst es schon separiert abstimmen. So ist es ja nicht. Aber was halt ist, du hast dann immer auch vom Bundesrat eine Empfehlung. Du hast die mediale Desinformation und was auch dazu kommt, nach der Abstimmung das Parlament, was das Ganze wieder verwässert. Das ist auch noch ein springender Punkt. Also das ist Missverständnis, was ich wollte eigentlich so sagen. Wir sagen zu diesem Paket, das muss man ablehnen. Oder? Das sagt doch der Bundesrat, das sind die vier Sachen, oder? Genau, die Empfehlungen. Muss man ablehnen, ja. Genau, die Empfehlungen. Und das geht medial durch. Mhm. Ja, dann muss man Ja sagen, oder Nein sagen, muss man Nein sagen. So wird das Volk beeinflusst. Mhm. Anstatt aufzuklären, das heißt das, das heißt das. Sagst du Ja, passiert das, sagst du Nein, passiert das. Kann jeder mündige Bürger, jeder lernt lesen in der Schweiz, oder? Und die, die es nicht können, die können nachfragen. Aber dann wissen sie, an dem. Das ist Sache. Ein Beispiel, kennst du Massimo Portman? Schon gehört, Facebook. Der ist ein Wiener Schweizer, der hat viele kritische Videos gemacht bei Abstimmungsvorlagen. Gut, er hat wahnsinnig Dampf. Und also wenn ihr Facebook geht, Massimo Portman findet ihr ihn. Und das ist eigentlich, er macht wahnsinnig gute Videos kritisch und sagt, hey Leute, dieses Gesetz würde das und das heißen, das heißt das und das. Und am Anfang hat er sowas von losgedonnert. Da musste man sagen, boah, du bist zu steil rein. Aber der hatte auch wahnsinnige Probleme nach irgendwo mit Jobs und allem zusammen. Jetzt ist er ruhiger geworden. Aber er macht immer noch gute Videos zum Nachdenken anreden, oder? Aber der ist top auf der Höhe. Und solche Leute, das gehört in die Politik, wo klipp und klar aufsagt, so ist es, das ist es. Schaut den Text an, da steht das drinnen, da steht das drinnen. Du meinst den jungen Mann hier, gell? Ja, genau. Er hat einige Videos, er ist echt genial. Ich sag mal so, manche sagen, ja gut, das ist ein Spinner, das ist egal was, der Mann hat was auf dem Kasten, der denkt nach, er kann es gut rüberbringen und egal wie es tönt, auch wenn er mal einfach mal nur flucht, meine Stricker macht auch gute Videos und bei ihm wundert es mich, dass es so, das ist, weil er Dialekt spricht, wurde so lange nicht auf YouTube gesperrt, das habe ich immer gesagt. Der Algorithmus kennt den Dialekt nicht, aber der macht es genau gleich, nur hat er halt seine jugendliche Power drin und bringt das ganz krass, aber er hat leider macht er viel weniger, aber aus verständlichem Grunde. So, ihr lieben Freunde, bitte alle noch auf D-Live rüberkommen. Sehr, sehr wichtig. Alle, die jetzt auf YouTube zuschauen, wir machen auf D-Live weiter. Liebe Community auf WeCTV und YouTube, bitte alle rüberkommen. Wir haben noch über 300 Zuschauer alleine auf YouTube, über 1100 auf D-Live. Also bitte alle rüberkommen. Wir machen das Finish. Also WeCTV, euch einen schönen Abend. Wir sehen uns gleich bei dlive.tv/IgnazBeard. Euch einen schönen Abend und bis gleich. Servus. Und das Gleiche natürlich auf YouTube, liebe YouTube-Community. Bitte alle rüberkommen. Der Livestream von YouTube, der wird gleich gelöscht wegen der systematischen Zensur. Also nicht verwundern, wir werden zur Selbstzensur gezwungen. Also YouTube mache ich ab zu. Ab jetzt können wir Deutsch reden. Ja, jetzt können wir Klartext sprechen, genau. Also, YouTuber, bis gleich, servus. So, wir sind jetzt exklusiv auf D-Live. Die Übung mache ich halt immer, damit ich die Leute rüberholen kann. Okay. Ist halt krass, aber eben das mit der Zensur, das kennst ja du auch. Also, es ist unglaublich, wie zensiert wird und wie sie suggerieren, wir hätten Meinungsfreiheit. Was mich halt stört in diesem ganzen Kontext, ist wirklich dieses Gleichgeschaltete, diese systematische Zensur.
Und eben wenn du eine Meinung hast, dann kommen sogenannte Faktenchecker und versuchen dich dann noch zu diskreditieren, als unglaubwürdig darzustellen. Man nimmt dann Framing-Kampfbegriffe wie Corona-Leugner, was an Holocaust-Leugner assoziieren soll, um dich dann wirklich wegzuschießen. Man nimmt dann Wörter wie Rassist, Nazi, eben Corona-Leugner. Und das ist das, was mich dann immer wieder hellhörig macht. Man hat keinen Dialog, man hat einen Monolog, man hat ja eine Propaganda gegen einen Menschen, weil er eine andere Meinung hat. Und das macht mich dann immer hellhörig in dem Kontext. Ja, wie gesagt, wenn du, ich habe es ja mal gesagt, im Handy bekommst du Postkartennachricht, Blick, Schlagzeile, 20 Minuten, genau die gleiche Schlagzeile, egal was du da nachschaust, du findest immer das Gleiche. Das ist Copy and Paste. Die haben, wie heißt das da, die Agenturen, die bringen die Meldung raus. Ja, was ist da noch Recherche? Das ist nur kopieren, einfügen, Layout machen. Gut, für was brauchen die noch Reporter? Das kann einmal ganz doof gesagt eine kaufmännische Angestellte ohne, wie sagt man, dem journalistischen Hintergrund. Mhm. Weil kopieren und einfügen, noch selber ein bisschen dazuschreiben, was man denkt, wow, das passt noch, da braucht man keine Reporter oder die dürfen sich nicht Reporter nennen. Das finde ich, das finde ich erschreckend, dass es bei uns keine investigativen Reporter gibt. Wobei, kennst du die Seite Swiss SPI, wie heißt das? Swiss Policy Research. Sagt mal was, habe ich wahrscheinlich auch schon mal gesehen gehabt. Ist auch ein Informationsportal, oder, nehme ich mal an? Das sind ganz warte mal, ich schaue kurz. Moment, ich bin noch da. Ja. Ah, ich habe es hier schon. Politics Research, wissenschaftlicher Artikel, bla bla bla. Genau. Geht da mal rauf, klick dich mal durch und du wirst sehen, das ist quellenbasiert. Das ist nicht irgendwo von, ja, der hat gesagt, sondern mit Fakten. Schau dir mal das Corona-Zeug an, was drinnen ist. Und ich sage dir eins, das ist professionelle Arbeit. Ja, aber wir haben ja schon das Faktum, Samuel Eckert und Bodo Schiffmann haben ja, ich weiß nicht was, für Unsummen angeboten an Drosten, dass er doch bitte das Corona-Isolat denen vorweisen soll. Und sie können dieses Corona-Isolat gar nicht vorweisen, weil es anscheinend eine Computerberechnung ist, eine Hochkalkulation. Und ich sage nochmal, so wie das Ganze aufgebaut ist, die Gleichschaltung der Medien, die systematische Zensur in den sozialen Medien, die Framings, das stinkt alles so zum Himmel. Auch im geopolitischen Kontext, wenn wieder zu einem neuen Krieg getrommelt wurde, es ist genau das gleiche Schema. Übrigens, ihr könnt bei Telegram abstimmen, wie ihr meinen Gast Werner von Wedekur findet. Ich habe das reingestellt bei mir, also 91% finden ihn gut, 9% nicht gut, das ist eine sehr, sehr gute Quote. Und 392 haben abgestimmt, also bitte alle noch abstimmen bei mir auf Telegram, wie ihr ihn so findet. Das ist für uns auch immer wieder ein extrem wichtiges Feedback natürlich. Und da bin ich euch natürlich auch sehr, sehr dankbar. Also bitte schnell im Telegram-Kanal abstimmen, wie ihr den lieben Werner findet. Und ich gehe mal noch schnell in die Kommentare rein, dass du das auch noch schnell gehört hast. Remo Brocci schreibt, coole Socke, echt gut, mach weiter so. Frank Platz schreibt, mach bitte so weiter, öffne den Menschen die Augen, hoffe auf bald ein baldiges Ende von 1000 Jahre Verarsche. Anja Lippe schreibt, klasse, weiter so, liebe Grüße. Dann schauen wir mal schnell weiter, was hier noch so steht. Ich finde das echt gut. Die Regierung, da bin ich auch. Ich finde es immer gut, wenn sie so Dialoge weiterführen. Toller Gast mit Verstand. Ignaz hat immer tolle Gäste. Vielen, vielen Dank. Ich gebe mir Mühe. Aber ich bin auch bemüht, wirklich ein breites Spektrum an Menschen hier ablichten zu können. Natascha meint sehr gut. Super Power, diese Jungfreisinnigen. Dann habe ich, was ist mit Anni und Martin los? Muss ich nachher da mal anschauen, irgendein Video. Das muss ich nachher mal anschauen. Anni und, wie heißt die andere? Anni und Martin. Das Video muss ich noch schnell anschauen. Das lasse ich nachher mal schnell in Tab.
Vielen, vielen Dank für die Info an dieser Stelle. So, lieber... Ich sage das nicht. Die haben immer vom Querdenken berichtet. Die haben immer vom Querdenken berichtet. Wenn ich dir die zwei zeige, oder den hier, den müsstest du eigentlich auch kennen. Martin Lechen. Ja, genau. Ja. Der hat einen Kanal, der nennt sich Anni und Martin. So, lieber Werner, ich würde sagen, hast du noch ein wichtiges Thema, einen Kanal, wo du bewerben möchtest? Also Telegram und YouTube habe ich schon reingestellt. Oder hast du noch irgendein wichtiges Thema, was dir auf dem Herzen liegt, was für dich wichtig ist? Das Einzige, was mir wichtig ist, wenn ihr, egal von wo es kommt, schaut euch die Beiträge an, nehmt euch die Zeit, teilt es nur, wenn ihr es selber gesehen habt. Nicht einfach, wow, cool, das muss weiter und in die Gruppe links reinballern. Nehmt euch die Zeit, schaut euch Videos an, lest den Text richtig durch, weil so könnt ihr Desinformation verhindern und fördert die Information, weil es nützt nichts, wenn wir die besten Videos machen mit Info und allem Mögliche und das geht in dem Linkgeballer herum. Darum ist mir ein großes Anliegen, dass die ganze Community, egal wer das liest, das Ganze richtig anschaut und nicht einfach nur Sensation, wow, geil, boom, weiter und tag, boom, weil irgendjemand ist in Telegram unterdessen neu dazugekommen und der denkt, boah, was geht hier ab? Und vor allem, der sieht vielleicht sogar noch, ey, das ist alt. Ja, super. Dann ist er genau an der richtigen Quelle. Darum ist das ein Riesenanliegen an euch. Nehmt euch die Zeit, schaut das genau an, bevor ihr es teilt. Sehr gut. Ja, das kann ich auch bestätigen. Immer gegenprüfen. Gutes Bild war ja zum Beispiel der Wikinger vom Sturm aufs Capitol, wo dann behauptet wurde, dass da irgendein Linksextremist war. De facto nicht so. Hat irgendwelche nordischen Tattoos tätowiert, das würde ein Linker nicht machen. Immer gegenprüfen, das ist extrem wichtig, ihr Lieben. Ja, dann sage ich mal vielen, vielen Dank, Werner, dass du dir jetzt über 3 Stunden Zeit genommen hast, 3,5 Stunden, aber jetzt hat man aber wirklich Zeit gehabt, sehr in die Tiefe zu gehen, dich als Menschen mal kennenzulernen, wer das ist. Ich meine, du hast jetzt auch einiges geopfert, muss man auch sagen. Viele haben gar nicht den Mut, diesen Weg zu gehen, weil er einfach sehr steinig ist. Ich gehe ihn schon ewig lange, aber es ist immer wieder schön, wenn auch Menschen diesen Weg gehen, weil sie sehen das einfach mal von einer ganz anderen Perspektive. Das ist nicht schön, das ist nicht immer angenehm, aber wenn wir gestern nach Wien geblickt haben, sehen wir, dass es viele, viele mutige Menschen gibt. Etwas habe ich noch, ganz kurz, und zwar im persönlichen, sozialen Bereich. Das erfahre ich immer wieder. Ich habe wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt. Wäre Corona nicht da, hätte ich die nie kennengelernt. Wäre Corona nicht da, hätte ich mich nie von vielen Menschen trennen müssen, die mir echt nicht gut tun. Also, es hat auch seine Vorteile, weil diejenigen, die jetzt dazugekommen sind, die bringen mir mehr, nicht weil sie glauben oder was auch immer, sondern menschlich sind die mir näher, als die, die vorher gegen mich geschossen haben. Darum, wenn auch ein Familienmitglied sagt, ja, aber du lasst es Familienmitglied sein und ihr wisst, das ist okay, aber ihr müsst ja nicht, aber du musst auch, nein, es ist okay, jeder hat seine Angst, was übrig bleibt, ist die Zukunft. Sehr schön, kann ich nur bestätigen. Wir haben vielleicht ein paar einzelne Leute verloren, also ich gar nicht, weil ich schon relativ früh selektiert habe und Leute, die ein Problem damit haben, die habe ich eh schon ins Nirvana geschickt. Das habe ich aber schon von langer, langer Zeit gemacht. Darum sind mir Menschen eigentlich auch völlig Latte. Wenn ich Treue und Loyalität will, dann kaufe ich mir eine Katze oder einen Hund, weil die sind mir auch im Sturme treu, der Mensch ist es nicht mal beim Lüftchen. Aber ich kann auch bestätigen, wir haben viele, viele neue Menschen kennenlernen dürfen, die viel, viel mehr wert sind als die alten Freunde, weil eben im Sturme oder im Stürmchen sieht man dann, ob es wirklich Freunde sind und die sich auch so akzeptieren, wie du bist als Mensch oder eben nicht.
Wenn es angepasste Schafe sind, dann sind es keine Freunde, sondern dann sind es einfach angepasste Schafe. Punkt. Dann muss man es auch so benennen. Aber die vielen Menschen, die jetzt dazugekommen sind, das sind eh schon viel, viel mehr Freunde, als man davor gehabt hat. Das ist eine unglaubliche Familie. Wenn ich dann die Freunde aus Deutschland denke, aus Österreich, aus Ungarn, Polen, bei mir sowieso, weil ich auch viele Patrioten kenne weltweit, aus Australien, Amerika etc. Das ist natürlich eh nur ein Riesenpol. Darum sehe ich das nicht so eng. Im Gegenteil, die Familie ist noch viel, viel größer geworden. Extrem gewachsen in dieser kurzen Zeit. Und das ist was Schönes. So, lieber Werner, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, dass du da bist in dieser Sendung und einfach einmal deine Sicht der Dinge schon artikulieren. Und ich würde sagen, Werner hat das Schlusswort und nochmal herzlichen Dank, dass du hier warst. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das hat echt Spaß gemacht. Du siehst, es braucht keine große Vorbereitungszeit. Wir schaffen das auch so. Jedenfalls, jedem, der zuhört, herzlichen Dank für eure Zeit, für eure Bemühungen. Und ich sage meinen, ich sag mal Kumpels, immer, wenn der ganze Scheiß vorbei ist, dann machen wir eine riesige Boom-Party. Richtig, mit allem drum und dran. Einfach, egal wer da ist, hallo, freut mich da. Und ich hoffe mal, da sind dann wahnsinnig viel dabei. Irgendwie kriegen wir das runter, wenn es mit Open Air sein muss. Aber das machen wir. Und du bist ja sicher auch dabei, klar. Ja, und wir machen sicher auch mal eine Wandertour. Das ist nämlich auch was sehr, sehr Schönes. Hast du da einen Lift den Berg hoch, weißt du? Nee. Ich mache so eine Babytour wie mit dem digitalen Chronisten. Da ist der alte Opi auch hochgekommen. Kronberg ist easy. Okay, dann mache ich auch mit. Dankeschön. Also vielen, vielen Dank. Wir sehen uns. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao, Ignaz. Tschüss miteinander.